Der Super-Streaming-Dienstag bei Leben mit der Energiewende TV. Herzlich willkommen hier im War Room aus Berlin live. Guten Tag. So. Und die Bilder sind toll, so habe ich es natürlich gerne. Zum zweiten Mal nach der Eröffnung müssten wir Zusatzstühle aufstellen, um das Publikum hier bewirten zu können. Und wir haben heute eine spezielle Sendung vor. Sie haben vielleicht vorhin schon im Stream verfolgt. Leben mit der Energiewende, Energiewende Streaming 1 mit Holger Laudley. Jetzt kommt der zweite Leckerbissen. Wir zeigen eine völlige Innovation auf dem Strommarkt. Wir zeigen ein neues Konzept. Wir zeigen, wie die Energiewende endlich bei den Verbrauchern auch tatsächlich ankommen kann. Und das vor allen Dingen bei den Preisen. Das zeigen wir Ihnen gleich mit unserem speziellen Gast, den ich Ihnen gleich vorstellen werde. Nur kurz zum Hinweis nochmal. Heute um 19.30 Uhr gibt es dann noch die nächste Sendung. Und hier ist der War Room. Herzlich willkommen zum Energiewende-Briefing 2 beim Super-Streaming-Dienstag und wir gucken nochmal auf unser heutiges Programm. Wir hatten von 15 bis 16.30 Uhr hatten wir schon Holger Laudley, Mr. Energiewende mit der Grundausbildung Energiewende. Und falls Sie nicht live dabei waren, Sie können es in unserem Stream bei www.war-room.tv im Streaming sehen und Sie können es auch dann später noch bei YouTube immer wieder verfolgen. Es ist tatsächlich eine Grundausbildung, es werden noch weitere Teile folgen. Und nun sehen Sie hier, 17.15 Uhr sind wir beim Energiewende-Briefing 2. Hier ist unser Gast, Care Energy CEO Martin Richard Christek, zum Thema bis zu 70% Energiekosteneinsparung durch neues Tarifkonzept. Und ich will Ihnen kurz was dazu sagen. Es ist ja so, dass kritisiert wird, dass die erneuerbaren Energieträger es tatsächlich geschafft haben, die Stromkosten an der Börse zu senken. Es sind mittlerweile rund 5 Milliarden Euro Kostenersparung, die durch sinkende Strompreise, durch das Angebot von regenerativer Energie im Strommarkt zu Buche schlagen. Nur die Verbraucher haben nichts davon. Profitieren tun die großen Energiekonzerne oder die großen Verbraucher, aber eben nicht der normale Bürger oder auch der Mittelstand. Das ist nicht angekommen. 5 Milliarden Euro sind es, hat man ausgerechnet. Und dann kommt noch dazu, die Befreiung von der EEG-Umlage macht mittlerweile 4 Milliarden Euro aus. Das heißt, wir haben 9 Milliarden Euro, die schlicht und ergreifend andere einsparen, nur nicht eben die Verbraucher. Zum Vergleich, 9 Milliarden Euro Einsparung durch Preissenkung an der Börse, durch nicht gezahlte EEG-Umlage. Und auf der anderen Seite zahlen die Verbraucher 18 Milliarden Euro EEG-Umlage pro Jahr. Jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, das ist ein Rechenbeispiel, wie es gerechter verteilt werden könnte. Nun gibt es ein neues Tarifkonzept und das ist in unserem Energiewende-Briefing, was sich hier auch an Multiplikatoren, an Unternehmer, an interessierte Bürger wendet. Und das wollen wir Ihnen heute einfach mal präsentieren, wie es funktioniert, wie auch Sie von den Preisen an der Strombörse, den niedrigeren Preisen an der Strombörse profitieren können. Und dazu, ich habe Ihnen schon angekündigt, freue ich mich wieder mal. Für ihn ist es hier ein Heimspiel im War Room zu begrüßen. Recht herzlich Martin Richard Christek von Carenergy. Hallo, herzlich willkommen, Herr Christek. So, Herr Christek, Sie haben volles Haus hier und müssen sich zu unserem Publikum drehen. So, Herr Christek, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, jetzt ein neues Tarifkonzept zu machen? Ist Ihnen das schon mal vorgeschwebt, zu sagen, Strompreise an die Börse zu koppeln? Das hört sich ja erstmal sehr, sehr, sehr kompliziert an. Natürlich, das ist eine lange Idee schon gewesen von mir, ein langer Projektplan auch, dieses Tarifmodell ins Leben zu rufen, beziehungsweise einen neuen Tarif überhaupt am Markt zu etablieren, denn bis dato war es ja so, dass wir eben einen einheitlichen Tarif hatten, plus einer Grundgebühr, wie auch alle anderen Versorger auch. Wir als Energiedienstleister gehen da natürlich einen anderen Weg und sagen, wie kann man es noch genauer machen? Und das ist natürlich der Börsenpreis. Mhm. Und so ist auch unser Tarifmodell aufgebaut. Okay, seit wann gibt es dieses Tarifmodell? Seit 1.8.2013. Aha, okay. Und gibt es erste Erfahrungen damit? Reagieren die Kunden darauf? Ist das erklärungsbedürftig oder wird das verstanden? Ist natürlich erklärungsbedürftig, wie jedes andere Produkt auch, aber es wird auch verstanden, ja. Okay, wollen wir uns das mal anschauen? Vielleicht können Sie uns kurz mal das Konzept erläutern. Wir können, wenn Sie wollen, sollen wir mal auf die EEX-Strombörse gehen? Ja, gehen wir mal. Sollen wir mal gehen? Wir können das hier mal verfolgen. Ich rufe das mal auf.
So, du musst noch mal dazu sagen, und das ist jetzt das Schöne an der ganzen Geschichte, es gibt ja eine gewisse Preistransparenz, gibt es. Jeder Bürger kann sich den Strompreis an der Börse selber aufrufen. Wie macht er das? Natürlich, es ist nicht nur eine gewisse Preistransparenz da, sondern der Energiemarkt, der Energiepreis ist ein absolut transparentes Produkt. Gehandelt wird Energie immer an einer Börse, einer Warenterminbörse, wie es auch die EEX darstellt, European Energy Exchange, also unsere größte europäische Energiehandelsbörse oder Energiehandelsplattform. Und diese ist im Internet zu erreichen unter www.eex.de. Genau, man kann es hier sehr schön sehen. Ich habe einfach EEX-Börse mal eingegeben und wupp, das ist sie, die European Energy Exchange Börse. Nun sind Sie großer Stromexperte. Welche Bedeutung hat die EEX? Es gibt ja mehrere Strombörsen, oder? Natürlich, also zuerst muss ich ja mein Veto rufen, ich bin kein Stromexperte, die anderen sagen alle, nein, ich bin es nicht, also schließen wir uns mal dieser Meinung an. Ich verstehe ein bisschen was, deshalb rede ich darüber, wie es in der Politik so üblich ist. Die European Energy Exchange ist nun mal eine sehr, sehr große Börse, weil sie auch eine der ältesten Börsen ist. Ja? Die älteste Börse schlechthin, man höre und staune, stammt aus meinem Heimatland, aus Österreich, ist in Graz gegründet worden und nennt sich EXAA. Und später ist dann die EEX dazugekommen, vorher in Frankfurt, anschließend in Leipzig und deckt drei große europäische Märkte ab, Deutschland, Schweiz und Frankreich. Österreich ist immer noch ein autonomes Pflasterchen, ist sozusagen die fünfte Regelzone von vier. Wer soweit sozusagen schon in der Energiewirtschaft zu Hause ist, weiß, dass wir über vier Besatzungsmächte manchmal sprechen. Der Herr Laudelein, mein Kollege, macht das sehr, sehr gerne. Hat er auch gemacht. Ja, das sind unsere vier Regelzonen. Wir haben aber in Wirklichkeit fünf. Das ist der österreichische auch noch. Das ist ein vollkommen gekoppelter Markt. Ja. Das heißt, Sie könnten rein theoretisch auf der EXAA als auch auf der EEX für den deutschen Markt einkaufen. Ist die österreichische Strombörse teurer oder sind die im Prinzip identisch mit der deutschen, was die Preise angeht? Die sind nicht identisch. Es gibt immer wieder Preisunterschiede zwischen den beiden Börsen, die auch gefinkelte Börsenhändler ausnutzen. Ja. Okay. Kann man denn sagen, wenn Sie sagen würden, ich gehe auf die deutsche EEX und die österreichische EEX, können Sie sagen, ich gehe dann auf die österreichische Seite, kauft da das ein? Oder, na, Sie kaufen ja gar nicht an der Börse ein, muss man dazu sagen, ne? Nee, wir kaufen gar nicht an der Börse ein, sondern die Börse ist immer der Marktpreis des jeweiligen Landes, der Lieferdestination. Das heißt, wenn ich heute in Deutschland mir Strom oder Gas kaufen möchte, dann gucke ich natürlich zuerst mal auf den EEX-Preis, denn das ist Deutschland. Mhm. Ich könnte aber rein theoretisch auch auf die EXAA, also auf den österreichischen Kollegen gucken, der ja, wie gesagt, in einem vollkommen gekoppelten Markt ist. Also man kann es auch von dort direkt heraus beziehen. Das heißt, die Strompreise an der Börse sind für Sie ein Preisindex erstmal? Das ist eine Preisbasis, richtig, ein Preisindex, zu welchen Konditionen ich in dem jeweiligen Land von den diversen Kraftwerken auch meine Energie beziehen kann. Jetzt eine Frage, es ist ja ein Strompreis, da steht ja nicht dran ein Schild Ökostrom, EEG-Strom, Kohlestrom, Atomstrom, sondern das ist ein Preis für alles. Das ist ein Preis für alles und wird dann gemäß den Herkunftsnachweisen, also dem Etikett, wo ist ein Produkt her, dementsprechend dann definiert, ob es Grünstrom ist oder Graustrom ist. Was für viele verwirrend ist, ist es tatsächlich so, dass grüner Strom genauso teuer ist wie Kohlestrom oder Atomstrom? Grundsätzlich ist er genauso teuer, ja. Wir haben verschiedene Vermarktungsmodelle im Rahmen des EEGs. Das ist dieses Gesetz, das Erneuerbare-Energien-Gesetz einfach ausgedrückt, das ja sehr in Diskussion ist, ist auch von der Politik her, ob es novelliert werden soll oder nicht. Denn wir haben hier fixe Einspeisewerte für verschiedene Kraftwerkstechnologien festgelegt, § 23 bis 39 oder 33 EEG, da kann man das nachlesen, was so ein Kraftwerk bekommen würde. Und das ist dann immer die Differenz zwischen Börsenpreis und dem Preis, den Sie in diesem Buch, in diesem Gesetz drinnen lesen, das ist dann die sogenannte Marktprämie, die der grüne Kraftwerksbetreiber dann bekommt aus dem EEG. Aber der Preis für grünen Strom ist festgelegt auf der X, genauso wie alles andere auch. Okay, wollen Sie den Computer selber bedienen oder soll ich das für Sie machen? Wie wollen wir das machen? Kann ich das? Ja, bitte gehen Sie mal ran. Ja. Machen, wenn ich es kaputt mache? Nein, nein, nein. Sicher? Okay. Also, von meiner Seite, was wir ganz vergessen haben, wir herzlich willkommen. Wir reden hier heute oder wir versuchen darüber, Klarheit und Transparenz zu bekommen, wie setzt sich denn in Wirklichkeit der Tarif der Care Energy zusammen.
Dazu muss man einmal verstehen, wo nehmen wir denn unsere Preise her? Das ist die EX. Hier sehen wir es nun am Monitor. EX, European Energy Exchange. Wenn Sie diese Homepage aufschlagen oder aufmachen, dann sehen Sie genau diese Startseite, die Sie jetzt im Monitor sehen. Groß drüber Indikator EX, dann weiß man, da ist man richtig. Und dann sehen Sie ein Laufband. Das können Sie mal außen vor lassen. Das ist sozusagen der aktuelle Kurs von den verschiedenen Produkten. Und jetzt muss man wissen, wo befinde ich mich denn? Das ist ziemlich die einfachste Frage, würde ich jetzt mal sagen. Wir befinden uns in Deutschland. Also gucken wir, auf der Seite finden wir etwas für Deutschland. Siehe da, Deutschland, Österreich. Wie ich eingangs gesagt habe, zwei gekoppelte Märkte mit einem Begriff dazu, Felix. Jetzt würde man sagen, Felix ist falsch geschrieben, Felix schreibt man mit F. In dem Fall nicht. Ist nicht der Vorname Felix, sondern nennt sich Physical Electrical Index. Felix heißt mein Kameramann. Schreibt sich aber mit F. Ja. Seste. Es gibt auch Katzenfutter in Österreich, das nennt sich auch echt? Felix. Jo. Hat aber nichts mit Kameramann zu tun. Nur wenn man chinesisch essen geht. So, lass mal den Scherz. So, dann sehen wir auf der anderen Seite, geht es? Habe ich was kaputt gemacht? Nein. Ist schon passiert, schau. Sie machen schon die Konkurrenten kaputt, also, jetzt nicht noch die Wassergläser hier. Ach, wer weiß. Gucken wir mal. Jetzt haben wir hier für ein verwirrendes Zahlenspiel im ersten Moment. Ist es auch wirklich verwirrend? Man muss mal lesen, was ist es denn? Also wir sehen hier auf der linken Seite, wie auf jeder Homepage zu navigieren, dementsprechend die Definition, in welchen Folder möchte ich mich hineinbewegen. Also habe ich hier Stundenkontrakte, könnte mich interessieren. Habe ich einen Terminmarkt, interessiert mich nicht. Habe ich einen Optionsmarkt, interessiert mich auch nicht. Dann habe ich Frankreich. Die interessieren mich auch nicht. Also bleibe ich mal oben bei den Stundenkontrakten. Das Ausschlussprinzip ist auch hier sehr angesagt. Das heißt, was könnte es sein, wenn es das andere nicht ist? Also klicken wir hier mal hinauf und gucken mal, was passiert. Schwupp. Hier haben wir es. Und wir sehen. Eine Tabelle. Das ist jetzt der ELIX, der European Energy Index. Wo wir haben Base and Felix Peak. Was bedeutet das? Base ist 0 bis 24 Uhr, gleichbleibende Last, hat niemand von uns. Und es gibt auch einen stundengehandelten Kontrakt in einer Peakzeit, also in einer Rush Hour von 8 bis 20 Uhr rund, kann man mal sagen. Ja, das heißt da, wo die meiste Energie vermeintlich genommen wird. Ja, das habe ich jetzt noch gefragt. Also Base ist jetzt der niedrigste oder der... Haben Sie hier schon eingeheizt? Ist dieses Haus so energieeffizient, dass man jetzt schon die Heizung einschalten muss? Ja. Dann ziehe ich mich aus. Ist denn, wir haben auch die Infrarotheizung an. Base war nochmal der Durchschnittstarif oder was? Nee, der Base war der niedrigste. Ich bin auch bei Holger Laudl, aber ich bin auch... Ich bin auch bei Holger Laudler bei der Grundausbildung durchgefallen. Nee. Base, ja, ich habe das alles falsch gemacht. Base ist jetzt was nochmal? Base ist von 0 bis 24 Uhr. Also eine alles. Gleichbleibende Last. Okay. Und dann haben wir Peak. Und dann haben wir Peak. Peak ist keine gleichbleibende Last von 0 bis 24 Uhr, sondern in der Spitze von 8 bis 20 Uhr, wann die meiste Energie verwendet wird. Also die Rush Hour. Da haben wir jetzt zwei Preise drinnen sitzen. Welches Datum haben wir heute? Den 10. Ne? Also sehen wir hier am Dienstag, den 10.9. einen Preis von Base 47,89 Euro, ja, pro Megawattstunde. Euro die Megawattstunde. Was ist eine Megawattstunde?
1000 Kilowattstunden. Was ist eine Wattstunde? In Kilowatt ausgedrückt. Ah, wieder 1000, ne? Also immer 1000 dazwischen, dann kann man sich's leicht merken. Kilo. 1000. Und wir haben Peak mit 57,22. Wenn wir jetzt wissen, wir haben zwei Tarifmodelle, das Tarifmodell Nummer 1 ist der Realtarif, das ist ein Durchschnittspreis aus diesen beiden Werten, wo wir gewichtet haben 45% Base, 55% Peak. Das ist eine Gewichtung nach einem sogenannten Standard-Lastprofil, das hier angewendet wird. Also wie ist das Bezugsverhalten, denn Sie alle haben ja Energiezähler vor Ort, die im herkömmlichen Sinn nicht ausgelesen werden, ausgenommen einmal im Jahr durch sich selbst mit einer Zählkarte. Also müssen wir auch uns nach diesem Wert ungefähr richten, der uns festgeschrieben wurde im Standard-Lastprofil. Das ergibt dann circa diese Mischung. Sind die 47,89 und 57,22 für heute, sind die typisch oder ist das jetzt besonders hoch oder besonders günstig? Das ist ein normaler Preis. Also unter der Woche ein normaler Preis. Aber was bedeutet denn das sozusagen in Kilowatt ausgedrückt? Das sind ja 4,7 Cent oder 5,72 Cent. Mhm. Ist ja gar nicht so viel. Ja, also wir reden ja sozusagen bei uns ursprünglich von 19,90, bei anderen bis zu 35, 36 hoch. Dann sieht man schon mal, was kostet denn das Produkt als solches wirklich? Und das ist einmal ganz der wichtigste Indikator schlechthin, dass ich sage, ja, was kostet überhaupt mein Produkt? Jetzt lassen wir mir alles andere außen vor. Mich interessiert jetzt nur, was das Produkt kostet. Das haben wir hier abgebildet. Jetzt könnte ich aber noch etwas genauer werden. Das ist nämlich der Professional-Tarif. Und sage, ich will es in der Stunde genau abgerechnet haben. Geht das überhaupt? Das ist die erste Frage, die sich stellt. Ist das überhaupt möglich, Energie zu Stundenpreisen abzurechnen? Natürlich machen viele, viele, viele Verbraucher, große Verbraucher. Warum soll es dann nicht der kleine Verbraucher auch können? Das ist immer der Umkehrschluss dazu. Wenn es der Große kann, kann es der Kleine auch. Was braucht der Große aber dazu, dass er das machen kann? Das brauche ich dann auch, dass ich das Kleiner machen kann. Ja? Also der Große braucht nun mal einen Zähler, der mir ein Viertelstunden-Lastprofil auswirft. Was bedeutet das, ein Viertelstunden-Lastprofil? Das bedeutet, wie viel Energie beziehe ich in jeder Viertelstunde. Also immer noch nicht ganz genau, weil sonst würde man sie in der Sekunde abrechnen, sondern viertelstundenbasierend. Vier Viertelstunden ist dann wieder eine ganze Stunde, bekannterweise. Vier Viertel ist ein Liter. Das ist keine Ausrede, wenn man nur sagt, ja, ich habe nur ein paar Viertel getrunken. Kann es sein, dass du ein paar Liter getrunken hast, ne? Auch Achteln. Gut. Wie sieht denn der Preis, wenn man sozusagen jetzt mal beim Profitarif kommt, wo es in Viertelstunden ist? Ja. Haben Sie da, können Sie mir mal ein Beispiel sagen für einen ganz hohen? Wollt ihr es von 0 bis 24 Uhr haben? Ja, mal was Günstiges und richtig teuer. Wo ist es richtig alles günstig? Alles durch, jede Stunde? Nicht, ist zu viel, aber nur mal, sagen wir mal so, nee, sagen wir mal ganz niedrig und mal ganz der teuer. Der Tag hat 24 Stunden. Aber ich gucke Ihnen gerne nach, wo wir so kleine Ausreißer haben, die für diesen Tag interessant sind. Wann ist es denn richtig günstig? Nachts wahrscheinlich? In der Nacht. Ja, in der Nacht ist es günstig. Wir sehen hier zwischen 23 und 24 einen Preis von 31,84. 31,84? Und sehen einen Preis von 9 bis 10 Uhr zum Beispiel von 61,31. 61,31 pro Megawattstunde. Jetzt machen wir mal einen kleinen Test. Was ist denn nachts? Wir sprechen ja von Ihnen zu Hause, von privat. Wer ist denn von 9 bis 10 Uhr zufälligerweise noch zu Hause? Eine Minderheit. Das Frühstücksfernsehen ist nämlich zu der Zeit auch schon vorbei. Da kommt dann Astro TV oder sonstiges. Leo und Johannes waren schon in meiner Sendung. Wieso schlaft ihr morgens noch so lange? Na, dann ist es ja keine private Nutzung, mein Herr. Das ist ja dann schon eine gewerbliche Nutzung von einem Wohnobjekt. Das ist eine private Nutzung, weil die schlafen am Schreibtisch. Ach so, ist es Schlafbetrieb? Ja, Schlafforscher. Büroschlaf.
Schlafforscher, sogenannte Schlafforscher. Schlafen immer und forschen dabei. Nee, aber von 9 bis 10 Uhr ist in Wirklichkeit niemand zu Hause. Da sollten wir eigentlich unseren Job machen. Oder wenn wir halt zu Hause arbeiten, dann ist man meistens um die Zeit einkaufen, weil es macht ja keinen Sinn, zum Mittag einzukaufen gehen, wo ja alle Leute, die gerade aus der Mittagspause sind, dann an der Kasse stehen und das staut sich dann. Also geht man natürlich irgendwo am Vormittag einkaufen. Ist das bedeutet die Fabrik- es ist ja niemand zu Hause. Dann ist das die gewerbliche Nutzung, Fabriken, Produktion, Büro. Das ist dann schon die betriebliche, die gewerbliche Nutzung, die erhöhte Anfrage von den Industriebetrieben. Aber Sie zu Hause bezahlen ja in Ihrem Realtarif, in Ihrem normalen Tarif, den Sie jetzt haben, eine Abnahme zu einem Zeitpunkt, wo Sie gar nicht zu Hause sind. Zu einem sehr hohen Preis, noch dazu. Also Sie sehen ein Argument, warum wir gesagt haben, es ist ganz wichtig, so einen Tarif ins Leben zu rufen. Nämlich, dass wirklich real abgerechnet wird. Nämlich, wann bin ich wirklich zu Hause und wann verbrauche ich und dafür bezahle ich auch gerne. Gibt es zwischen diesen einen, ist das jetzt der günstigste Preis, den Sie da gerade haben? Oder wir hatten mal geguckt, also, wir hatten doch gerade letzte Woche gedreht, da war irgendwie um 2 Uhr war es noch günstiger, ne? Ja, es gibt da 27, 3 bis 4 Uhr habe ich 27, 37. Das ist ziemlich der günstigste. Ist das von heute, ja? Das ist ja vom 10. Von heute. Ja. Okay. Also, ja, es sind ja gewaltige Preissprünge. 47, 57, 31, 27, 61. Ja. Und das Ganze an einem einzigen Tag. Ja. Einzigen Tag in 24 Stunden. Viel Zeit. Der gilt ihm eine Stunde. Ja, ja. Sie meine Stunde. Warum, das ist für Sie eine profane Frage, aber warum schwankt denn der Preis dann so stark? Weil die Energieversorger ihre Stromproduktionskapazität nicht runterfahren? Weil die könnten ja dann eigentlich sagen, wenn so wenig abgefordert wird, dann fahre ich meine Kapazität im Kraftwerk runter, dann muss ich den Strom nicht so billig verkaufen, weil die müssen ja auch Rohstoffe bezahlen. Das geht ja nicht. Also es geht manchmal, aber es geht meistens nicht. Je größer ein Kraftwerk ist, umso träger ist dieses Kraftwerk natürlich. Und es braucht dann eine gewisse Zeit zum An-, aber auch zum Abfahren. Also man darf da jetzt die Kollegen nicht unbedingt verteufeln, ja. Die machen jetzt alles nur, dass ihr so teuer als möglich die Energie bezieht, sondern das ist einfach eine technische Angelegenheit zur Ausarbeitung einer Grundlast, wie es so schön heißt, also einer gleichbleibenden Last, die halt sehr, sehr schwierig einzuregulieren ist. Ja. Und dann entscheidet sozusagen, dass der alte Börsenpreis Angebot zu Nachfrage ist gleich mein Preis, den ich dafür realisieren kann. Ist das eigentlich so, dass in der Nacht, wahrscheinlich sind da schon die Kraftwerkskapazitäten wahrscheinlich schon zurückgefahren, nicht? Die sind wahrscheinlich schon weniger, aber so, dass man es dann wieder, wenn es hochgeht. Wir haben hier zum Beispiel keine Photovoltaikleistung mehr drinnen. Okay. Ja, also das sind ja auch, man denkt sich jetzt, oh, das Photovoltaikmodul oder das Photovoltaikkraftwerksfeld, das speist ins EEG ein. Das ist ein Schmarrn, das speist nicht ins EEG ein, sondern die Übertragungsnetzbetriebe, die liefern das genauso an der EEX anschließend ab. Mhm. Da sind sie auch dazu verpflichtet, das zu tun. Und das sieht man dann natürlich auch. Ja? Das heißt, wir haben verschiedenste Faktoren einfach drinnen, wo man sagt, da wird alles runtergefahren, was möglich ist, kein Thema. Ja? Dann kommt der günstige Preis heraus, Abnahme haben wir auch keine. Das heißt, wir haben trotz alledem eine große Anforderung, also eine große Leistung, die parat steht im Netz, aber niemanden, der mir es abnimmt, dann versackt der Preis natürlich, weil der Anbieter, der Verkäufer möchte seine oder muss ja seine Ware loskriegen, zu welchem Preis auch immer. Das kann auch negativ sein. Mhm. Ja, Hauptsache ist es weg. Wenn wir jetzt in der Mittagsstunde, es heißt ja immer, in der Mittagsstunde ist der höchste Verbrauch, da haben wir dann auch Photovoltaikstrom im Angebot. Wenn wir jetzt heute gucken, mittags so um 12, wie sieht denn da der Strompreis jetzt aus heute? Heute um 12? Wie rechnet man? Sagt man 11 bis 12 oder 12 bis 1? Ich würde mal sagen, heute war es bedeckt, ne? Ja. Oder? Habe ich mich da geirrt? Oder war es nur in Hamburg bedeckt? Schlechtes Wetter, ne? Überall. Schlechtes Wetter ist gleich schlechte Photovoltaik-Ausbeute. Ganz klarer Fall. Das heißt, wir sind auch etwas hochpreisig hier. Von 11 bis 12, mit, ja? Von 11 bis 12 mit 60,99. Okay. Ja. Ja. Also jetzt muss ich leider Gottes Ihre These widerlegen, Herr Ferenczky. Sie haben immer gesagt, zum Mittag ist der Strom so billig, weil die Sonne so auf die Photovoltaik fällt. Aber trotzdem ist es so, wir haben mittags den Hauptverbrauch und trotzdem ist er günstiger als 9 bis 10 Uhr. Korrekt. Auch bei schlechtem Wetter. Natürlich. Sinkt trotz beider Hauptbelastung, sinkt der Preis und da hat die regenerative Energie ihren Anteil.
Natürlich hat die regenerative Energie einen Anteil, aber, und das muss man auch ganz klar sehen, so wie die regenerative Energie derzeit einfach aufgebaut wurde, macht sie leider Gottes Probleme. Sie müsste überhaupt kein Problem machen, wenn sie schlauer aufgebaut worden wäre. Mhm. Ja, das heißt, was wir hier jetzt haben, ist einfach riesengroße Kraftwerksfelder, ähnlich nicht mehr regulierbar wie die anderen großen Kollegen. Mhm. Ja, und auf Teufel komm raus wird sozusagen hier Energie produziert. Wie hätte man es denn schlauer machen können? Ich glaube, das hat der Herr Laudelei vorher ganz gut demonstriert anhand seiner Photovoltaikanlage, wie man es auch schlauer machen kann, nämlich autark, jeder für sich, dezentral. Mhm. Herr Kranzinger, guten Morgen. Ich weiß, es tut mir leid. Der guckt heimlich auf sein Handy, der passt nicht auf. Nee, ich muss mich und meinen Kollegen entschuldigen. Wir sind heute erst um 5.30 Uhr nach Hause gekommen, aber nicht, weil wir feiern waren, weil ich heute in Wien auch noch etwas zu tun hatte und auch noch Aufnahmen hatte und mir es sehr gelegen war, dass ich auch hier erscheinen kann. Deshalb muss man dann in der Nacht durchfahren und der Herr Kranzinger hat mich durchgefahren, deshalb stehe ich hier und er schlaft gerade. Gute Nacht. Herr Kranzinger, was haben Sie denn gerade auf dem Handy für eine Nachricht gelesen? Ach so. Ja. So geht's kein Energy-Soldaten. Nee, der hat reingekippt, der Ferenczky kapiert wieder mal gar nichts, steht da wahrscheinlich drin. Ja? Oh, hat er mir gerade bei SMS geschickt. Ja. Seine Handschrift kann man nicht lesen, ja, der sollte mal auf die Schule zurück. Sowas steht da bestimmt drin, ja. Okay, jetzt haben wir diese Preisspannen, das heißt, jemand hat ja normalerweise was davon, der Energieversorger hat ja normalerweise was davon, weil er ja im Grunde genommen von den schwankenden Preisen profitieren kann und er gibt den Verbraucher einfach einen einheitlichen Preis weiter. Natürlich, im Regelfall wird jetzt aufkalkuliert, also ich könnte ja einen Jahresfixpreis machen, einen Monatsfixpreis machen, einen Zweijahresfixpreis machen, einen Tagesfixpreis machen, das ist ja alles nur eine Kalkulationsbasis. Und wenn ich Ihnen heute sage, ich mache Ihnen für 12 Monate, für 24 Monate, für 36 Monate einen fixen Preis, dann mache ich das ja aus der heutigen Perspektive. Das heißt, ich gucke jetzt in die Märkte, wo ich gesagt habe, interessiert mich nicht, Terminmärkte, und sage, was kostet denn an der Börse zukünftig der Strom? Und daraus kalkuliere ich Ihnen einen Fixpreis. Ich decke mich auch ein, wie es so schön heißt. Das heißt, ich kaufe mir diese Möglichkeit, dieses Recht, diese Option, dass ich zu diesem Preis Energie beziehe und gebe sie nun weiter. Was passiert aber, wenn sich der Börsenpreis ändert? Wenn er tiefer wird oder wenn er höher wird? Wenn er höher wird, habe ich ja Glück gehabt, weil dann muss er mir weiter um den tiefen Preis beliefern. Wenn ich Pech habe, ist genau umgekehrt. Dann sackt der Preis zusammen und dann zahle ich einfach mehr für die Energie, als ich in einem Spot, also einem Kassengeschäft, bezahlen würde. Man hat ja auch oftmals jetzt Kritik ausgeübt mit den 1990, also unser alter Tarif oder unser Abrechentarif oder wie man dazu sagen möchte. Es wäre intransparent, wäre nicht möglich und so weiter und so fort. Ich glaube, es steht gar nicht so zur Diskussion, ob man der billigste ist oder der günstigste ist, sondern ich glaube, es steht zur Diskussion, ob man der fairste ist. Das ist, glaube ich, die größere Frage, behandle ich fair? Und was gibt es jetzt Faires, als ich rechne jeden Tag den Preis, was das Produkt wirklich kostet? Womöglich kostet es morgen mehr und übermorgen weniger, aber das ist der Markt und das ist Fairness. Geben Sie denn den Kunden die Preise einfach so weiter? Was soll ich machen? Geben Sie die so weiter, oder geben Sie die 1:1 weiter oder wie wird das gemacht? 1:1 Sie müssen, zu ja, 1 Sie müssen nicht. Ja irgendwas verdienen, Sie müssen Ihre Unkosten bezahlen. Na klar, mein Flugzeug muss finanziert werden und so weiter und so fort. Das muss man schon verstehen. Ne? Ihrer Flugzeug, höre ich da recht? Natürlich. Sie fliegen mit mir nach Monte Carlo was? Die ganze Zeit. Ruhe. Ja. Liebe Zuschauer, möchten Sie ein, was haben Sie für ein Flugzeug? Möchten Sie ein gebrauchtes Sie sich Flugzeug nicht mehr kaufen? Ja? Bitte wenden Sie sich an unsere Website. Wir stellen die in gibt es sowas wie Flugzeugscout oder so? Oder Autoscout oder sowas ähnliches? Ja? Wir können das ja hier versteigern. Na gut, okay. Ja, aber wie kommen wir dann das nächste Mal nach Monte Carlo? Ich habe gar kein Geld. Ich habe letztes Mal. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja. Das fliegen Sie immer mit mir mit. Sie müssen mir auch Geld geben. Geld braucht man nicht. Das müssen nur die Wünsche erfüllen. Was glauben Sie, was ich für Spielschulden habe? Die weiß ich glücklicherweise nicht. Aber Monte Carlo ist schon ein teures Platz. Ich meine, wenn Sie so weitermachen mit Ihren Tarifen, muss ich hier eine kugelsichere Scheibe einbauen lassen, bevor die Kopfgeldjäger von den vier Besatzungsmächten kommen.
Warum? Herr Christek. Die haben vier Flugzeuge. Vier Flugzeuge. Und größere. Die fliegen hier rein. Heute ist und Helikopter. Ist heute 11. September? Nee. Was mich interessiert, es gibt eine... Der Witz ist angekommen, dachte ich's doch. Wir haben den 10. September, Herr Christek, Sie können ganz beruhigt sein. Also wissen Sie, ich sage Ihnen was, wenn die genauso gut, wie Sie kalkulieren, den Kalender lesen, dann fliegen Sie heute herein. Ja. Sagen Sie, wenn Sie in Ihr Auto steigen, gucken Sie nach, ob die Radmutter noch alle fest angezogen sind oder haben Sie Vertrauen, dass es in Deutschland mit Recht und Gesetz vorgeht? Also ich habe mir ein Auto gekauft, das zöllige Schrauben hat. Also das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Metrisches Gewinde und zölliges Gewinde. Metrisches Gewinde hat man hier in der Hosentasche. Zölliges Gewinde steht sozusagen der Attentäter vom Auto und denkt sich, kriege ich nicht runter. Woher wissen Sie, dass es was zölliges? Nie gehört zölliges gesehen Sie. Woher Zoll. Zoll, das macht zölliges. Zölliges. Ja. Woher wissen Sie sowas? Das ist sowas, die so nie. Ja. Haben Sie sowas schon mal gehört? Deshalb brauche ich jetzt. Wer hat das schon mal gehört? Arm hoch. Autofetischisten. Wer hat nicht das nicht gehört? Mechanisch interessierte Menschen. Aber wo lernt man sowas? Haben Sie das machen? Warte mal, ich glaube, das war bei mir in der Hauptschule. Ich war Gymnasiast, wir brauchten das nicht zu lernen. Ja? Ja? Diese Arbeiter der Stirn, ne? Nicht der Faust. Jetzt wollen Sie mit der Stirn die Felgen runtermachen, oder was? Ja. Ich stehe immer noch an der Tafel. Sie können nicht mehr Attentat ausüben. Also die zöllige Mutter, wie heißt die andere Mutter? Metrisches Gewinde und zölliges Gewinde. Okay, gut. Und das Metrische ist leichter zu öffnen. Das ist unser Maß, Meter, Maß, Meter. Okay, zöllig, Zentimeter, was ist Millimeter, denn zöllig? Was heißt denn das? Zoll. Ist das, ein Zoll. Ist das so gedreht oder was ist das? Ein Zoll. Okay, da braucht man ein bestimmtes Werkzeug, was wir nicht haben. Richtig. Ah, okay. Gut, wieder was dazugelernt. Gut. Wie ein Letterman vielleicht können wir machen. Also das Ding angezündet. So, also. Es brennt nicht. Auch nicht? Nee, hat kein Benzin drinnen. Okay. Sprengsätze. So, jetzt die Frage. Worüber immer geredet wird, ist, dass es negative Strompreise gibt. Gibt es sowas wirklich oder ist das so eine Legende? Negative Strompreise, so, wie meinen Sie das jetzt? Also wenn ein Minus davor steht und wenn der Strompreis negativ ist. Weil negative Strompreise gibt es ja immer. Also ab dem Moment, wo ein Energieversorger seinen Kunden einen Strompreis verrechnet, ist er für den betrachtet ja, negativ. Minus. Also es wird immer gesagt, ja, es ist dann so viel Energie im Netz, dass die Strompreise, dass Strom sogar verschenkt wird, dass man Geld dafür Natürlich. Bekommt, wenn man Strom abnimmt. Natürlich. Da steht dann ein Minus davor, das meinen Sie. Ja, aber das ist doch völlig absurd als Verfahren, oder? Na, irgendwo muss er ja hin. Das ist schwer. Dann mache ich als Geschäftsmodell, mache ich beheizbare Fußwege auf. Ja? Und immer dann, wenn Strom negativ ist im Preis, dann kaufe ich den Strom ab und beheize die Fußwege oder die Havel oder die Spree. Ist nicht so absurd. Es gibt große Fußballplätze. Ich glaube, da gehört Berlin auch dazu. Die haben, glaube ich, auch eine Rasenheizung, nicht, oder? Mhm. Also. Und dann machen die das, wenn das negativ ist. Okay. Nee, dann machen sie, wenn es kalt ist. Oder kalt oder so. Wieder was gelernt. So, können Sie mal zeigen, gibt es das wirklich? Lässt sich das nachverfolgen? Also wenn ich jetzt wissen möchte, negativer Strompreis an der Börse, lässt sich sowas finden? Ja. Zeigen Sie doch mal. Glauben Sie mir das nicht. Muss ich einen Beweis antreten. Ich muss mich erstmal wegen dieser metrischen so. Dinger da erkundigen, bevor ich das glaube. Metrisch und Zöll. Zoll. Zöllisch. 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 Gut. Zöllisch. Metrisch. Negative Strompreise. Negativ. Zeigen Sie mal, gibt's das? Ich möchte sehen, ob das gibt. Muss ich einen Beweis antreten? Ja, das ist ja K-Energy sowieso. Okay. Achso, ja, K-Energy muss ich für alles einen Beweis antreten. Das stimmt. Hm. Ach, meine Herren und Damen. Oder ist das nur so was Allgemeines, was man so... Nee, das ist von mir immer nur so dahergesprochen. Aber warte mal. Vielleicht. Oh, wer hat geklingelt? Wo klingelt's? Oh, da hat 5 jemand... 5 Euro Strafe. Nee, da hat jemand ein Telefon. Oh. Rangehen. Der Kranzinger tippt schon wieder. Nee, ich glaube, der Herr Kranzinger, der ruft jetzt alles dazu. Ach, der kassiert die 5 Euro. Okay, so läuft der Laden, ja? Er erzählt und Sie kassieren. Deshalb haben Sie auch die Nadelstreifenanzug an und die dunkle Brille. Okay, so läuft. Jetzt verstehe ich Ihr Geschäftsmodell. Sehen Sie, da sehen Sie manchen Kollegen vom Handelsblatt einiges voraus. Sie tauchen mit weißem Hemd auf und er ruft an und kassiert die 5 Euro. Oh, heute hat es ja eine nette Anfrage gegeben. Das muss ich unbedingt sagen, das war so lustig. Ihr kennt sie vielleicht alle oder habt schon mal gehört von unserem kleinen Marketing-Gag. Trink dich stromkostenfrei. Ja? Und jetzt ist ein Journalist, einer der führenden Journalisten im Wirtschaftsblatt. Oh. In einem Wirtschaftsblatt. Ich verrate nicht den Namen. Aber es ist eine Tageszeitung. Ist jetzt auf die Idee gekommen,
Wenn jetzt der Bürger, der Verbraucher, dieses Angebot wahrnimmt, dann wäre das so, als er müsste 4,7 Liter starken Kaffee trinken jeden Tag und am Ende des Jahres hat er 120 Kilo mehr auf der Waage. Ob ich meine Kunden umbringen möchte? Das war die ernst gemeinte Frage. Wie man mich kennt, bringt mich das auch nicht in Verlegenheit, weil wir haben ja auch einen Heimtrainer. Den kann man an die Steckdose anstecken, der produziert dann Strom, wenn man sozusagen was bewegt, wenn man sich selbst bewegt. Ja. Und somit fördert es natürlich auch unseren Absatz an Heimtrainern. Ne? Weil das, was 120 Kilo mehr geht, das muss ich anschließend wieder runtertreten, kriege wieder Energie. Aber ich glaube, das ist für den Herrn auch sehr kompliziert zu verstehen. Das heißt, Sie stopfen Ihre Kunden mit zuckerhaltigen Getränken voll, um den hinterher einen Heimtrainer zu verkaufen? Richtig, ja, ja. So ein Geschäftsmodell. Natürlich, das macht jeder. Und der Strom wird eingespeist? Das ist selbstverständlich. Kostenlos dann, ne? Nur für mich. Okay. Dafür sind ja ein paar Kilo. Ansonsten zahlen wir damit dafür, dass wir abnehmen, oder? Weight Watchers und so weiter, wie soll die heißen? Bei mir braucht man nicht dafür bezahlen, da bekommt man bezahlt dafür. Den Heimtrainer will ich trotzdem nicht. Warum denn? Wissen Sie, weil ich habe beschlossen, nie wieder in meinem Leben eine Diät zu machen. Immer wenn ich eine Diät gemacht habe, habe ich hinterher wieder mehr zugenommen. Bringt einfach nichts. Merkt man. Ja? Ne? Also, hilft nichts. Es ist so, wie es ist, aber es macht ja nichts. So. Rund und gesund. Wie es so schön heißt, ne? Eigentlich wollte ich mein Leben nicht als dicke Katze fristen, aber. Aber die schätzen ja Lasagne. Das stimmt. Das stimmt. Die gestreiften dicken Katzen. Ist aber lecker. Gestreift bin ich nicht. Oh ja, ich sehe das nicht, da. Noch nicht, ja? Ich sehe das da. Naja, ich meine, dicke Katze so. Gut. Also, negative Strompreise. Haben Sie jetzt nicht gesehen? Bei den Damen der Schöpfung sagen viele Frauen wenig Geld. So, beim Herrn ebenso. Ich habe einen gefunden. Echt? Ach, Sass Maria. Zwar nur einen kleinen, aber es ist eine lustige Zahl. Aha, okay, dann schreiben wir das mal 0,07. Also 0,07 Euro. Minus 0,07 Euro die Megawattstunde. 0,07 Euro die Megawattstunde hat man bekommen, ja? Ja. Okay. Ja. Und wann war das? Am 1.1. Oh. Ja, klar. 6 bis 7 Uhr morgens. Da hat der Kranzinger noch unter dem Tisch. Am 1.1. da hat der Kranzinger noch unter dem Tisch gelegen, da konnte er keinen Strom verbrauchen und die anderen anrufen. Ja. Deshalb wahrscheinlich. Also, okay, haben wir noch ein Beispiel? Gibt es noch einen anderen Tag? Ja, Silvester, wieso? Wird Silvester nicht verbraucht? Weil Leute, ist das wirklich so? Die ja, von 6 bis 7 Uhr, also gehe ich jetzt... Echt? Die Leute hängen im Suff und brauchen nichts mehr. Ich weiß wirklich nicht, was sie so machen im Regelfall, außer wenn sie auf der Bühne stehen. Aber am 1.1. 6 bis 7 Uhr ist absolut tote Hose. Ist schon die Chance relativ groß, dass man nichts tut. Ja? oder man isst Banane, ja, wie es so schön heißt. Ne? Also nicht, man isst nicht Banane, sondern man isst 6 bis 7 Uhr, 1.1., da feiert Kranzinger noch. Natürlich. Da ist er noch unterwegs. Okay, haben wir noch einen negativen Strompreis? Ja. Am 31.12. Oh, wenn man nicht so. Habe ich auch einen gefunden jetzt gerade. Okay. Ich habe aber auch am 30.12. einen gefunden. Und während des Jahres? Gibt es das während des Jahres? Das ist auch während des Jahres. Ja. Also, am Anfang des Jahres nicht. Mit Ihnen macht das ja überhaupt gar keinen Spaß hier. Entschuldigung. Ja? Das ist echt schwierig hier. Ja? Dabei schreibe ich das alles so toll an die Tafel. Stimmt's? Ja. Ja, bitte. Ja, hier, mein Publikum ist das. Machen Sie das während oder unter des Jahres? Also unter des Jahres. Haben Sie unter des Jahres was Negatives noch? Ja. Okay. Wollen Sie eine schöne Zahl hören? Ja, eine sehr schöne Zahl. Nee, das träume ich ja, nicht. Ja, Minus. Doch. Was mit 6, ja? Das träume ich nicht. 25.12. Oh, nein. Ich, na, was, das ist auch unter dem Jahr. Das ist ja nicht hier Feiertage, mal so April, Mai oder so. 25.12. ist in Deutschland ein Feiertag. Wie viel haben wir da gehabt? 25.12. ist in Deutschland ein Feiertag. Ja, erster Weihnachts, zweiter. Super. 26. auch? Ja. Ist auch ein Feiertag. Ja. Arbeitet sie irgendwann mal auch was? Weil wir müssen da... Ah, das geht sich aus, Herr Christen. Ja, wir müssen hier am 25. und 26.12. sehr wohl arbeiten, weil sonst gibt es bei euch keinen Schweinebraten zu Hause. Also kommt kein Strom aus der Steckdose, ne?
So, aber es sind ganz interessante Zahlen. Also wenn man sich nur den 25.12. einfach mal hernimmt, um es zu illustrieren, sei es auch ein Feiertag, ist ja wirklich ein Feiertag, dann beginnen wir um 0 Uhr mit 149,90. 100 wie? 149,90. Was? Wie bitte? Euro? Also 1, 4, 9. Moment, 1, 4, 9. Komma. 9, 0. Plus? Euro? Minus. Minus? Was? Wie? Jo. Psst, nicht weiterreden, das merke ich mir. Psst. Danke. Sehen Sie, Sie fangen auch. Wann immer? Ist es immer so am 25.? Wie? Minus 149? Das glaube ich nicht. 149 Euro? Für mich pro Megawattstunde? Pro Megawattstunde. Aber es kommt noch viel dicker. 221,99 von 2 bis 3. 200 von 1 bis 2. Von 3 bis 4 221,94. Von 4 bis 5 199,98. Und so weiter und so fort. Ich kriege 221 Euro pro Megawattstunde am 25. Wenn Sie arbeiten würden. Okay, das mache ich. Das mache ich. Es ist aber bekanntlich Feiertag. So, und das bekomme ich richtig gezahlt. Wie viele Megawattstunden müsste ich einnehmen, um 1 Million dann zu haben? Einnehmen wollen Sie? Ja, ich denke, ich krieg das Geld. Das können Sie nicht einnehmen. Eine Megawattstunde wollen Sie einnehmen. Na, nicht schlucken. Na, Sie haben es gesagt, einnehmen. Also, was? Ist ungesund. So. Aber es gibt, der schmeckt lecker. Also, ist ja unglaublich. Welche Farbe hat der Strom? So, Gelb. Also, 221 Euro am 6. Wann war das? Am? 25. Wie viel Uhr? 221 war ganz genau von 2 bis 3 Uhr morgens. 2 bis 3 Uhr morgens, okay. Also meine Lieben, schaltet es ein, 2 bis 3 Uhr morgens, Werbesendung. Okay, ist es denn dann so, mal dieses rein praktisch, wird dann tatsächlich das Geld überwiesen oder wie funktioniert sowas? Natürlich. Wird das gut geschrieben, ja? Wir können es Ihnen auch vorbeibringen. Okay, gerne. Ja, dann bestelle ich bei Ihnen am 25.12. 1000 Megawattstunden. Ja, wollen Sie das in die Geschenkverpackung verpackt haben? Nein, das leite ich gleich in die Havel alles. Mit rot, ein bisschen wärmer können wir baden gehen. Roten oder blauen Maschen drüber? Im Jutesack. Das habe ich leider nicht, der läuft da aus. Okay. So, also jetzt ist der Punkt, was sehr interessant ist. Also es gibt es tatsächlich, es gibt negative Strompreise. Interessant, von 7 Cent zu 221 Euro. Nun ist aber der Professional-Tarif insofern interessant, weil man kann ihn eigentlich, und das ist ja auch Teil dieses Energiewende-Briefings, man könnte ihn ja als Wirtschaftsunternehmen auch nutzen. Ach so, das ist ja Energiewende-Briefing. Findet hier gerade statt. Da muss ich ja jetzt ernst sein. Genau. Und die Frage ist jetzt ganz einfach, jetzt könnte ich als Unternehmen doch sagen, Stichwort, Sie hatten mal ganz gut gesagt, Bäckereien, ja, die nachts das machen. Das naja, heißt, das Problem ist halt wieder, Sie wollen am 25., 26. kein frisches Brötchen haben. Nee. Aber ja, an den was anderen macht Tagen? Der Bäcker dann? Soll er Sie dann am 27. das altes Brötchen verkaufen? Ich backe meine Brötchen sowieso selber schon lange. Oh, mit eigenem Mehl? Und wissen Sie was, ich backe schon seit vielen Jahren ganz kleine Brötchen. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich habe sozusagen zeitlich unabhängig unterschiedlich zu tun, da macht es Sinn, eigentlich auf diese Tarife zu achten, oder? Natürlich macht das Sinn. Warum soll ich denn, ich will am 25. mehr Ruhe haben, am 26. vielleicht auch. Aber warum kann ich nicht Energie verbrauchen am 25. oder 26.? Ich werde es garantiert tun. Also kann ich es auch gezielt verbrauchen. Also es gibt einen ganz guten Hinweis, also 1-2 Uhr ist ja auch wenig, ist ja auch niedriger Preis. Also das ist zum Beispiel, haben Sie als Beispiel mal gesagt, für Bäckereien zum Beispiel interessant, die nachts den Ofen anschmeißen, einen Tarif dann zu wählen, den Sie variabel nutzen können. Außer Sie backen Ihre Brötchen selber, ja. Ja. Gibt es denn bei Ihnen, ist jemand irgendwie von einem Unternehmen dabei, haben wir hier Unternehmensvertreter dabei, die so saisonal, stündlich irgendwo arbeiten und zu unterschiedlichen Zeiten, oder sind Sie alle am Tag tätig? Sind hier Unternehmen im Raum, die saisonal stündlich arbeiten? Gratulation für die Formulierung. Mega. Herr Christek, noch etwas und ich gehe zum Handelsblatt. Gern. Ja? Unternehmer arbeiten selbst und ständig. Ja? Nicht nur sekündlich und stündlich. Und auch nicht nur saisonal und ständig. Die sitzen morgens noch zu Hause um 9, das haben wir ja gelernt. Aber die arbeiten dabei. Die arbeiten. Behaupten Sie, ja? Okay.
Wie lässt sich das organisieren, dass ich dann tatsächlich den Strom auch bekomme zu der Zeit? Das geht über diesen Zähler, den Sie anbieten. Indem Sie den Schalter sozusagen einschalten, dann haben Sie einen Verbrauch. Okay. Und das wird dann läuft es über den Zähler. Und das wird über den Zähler wird das ausgerechnet, die ganze Geschichte. Ja. Okay. Und dafür braucht man dann diesen Zähler, der das nutzen kann. Und jetzt ist die andere Frage, wäre es denkbar, dass ich wir haben ja Produktionsprozesse. Also nehmen wir mal an, wir haben keinen Zähler. Mhm. Hätte es mir dann trotzdem am 25., 26. etwas gebracht? Fragezeichen. Im Durchschnitt halt, ne? Nur dann gucke ich einfach mal auf die Base. Und das ist schon von 0 bis 24 Uhr alles, haben wir vorher gehört. Ja? Und dann haben wir minus 56,87. Frage, haben Sie am 25. von Ihrem Energieversorger eine Gutschrift bekommen über? Warum nicht? Weil es genau denselben Tarif bezahlt haben wie unterjährig auch. Also ist es natürlich total unfair, dass wir das machen. Ich verstehe das ja auch. Das ist mein Geschäft. Also das tatsächlich, also den ganzen Tag waren wir dann am 25.12. bei minus 57 Euro. Ist das richtig, ja? Ja. Okay, alles klar. Und in der Spitze zur teuersten Zeit haben wir glatte 10,94 Euro bezahlt. Okay. Wenn Sie jetzt übrigens bei dem Basistarif, den Sie haben, wie rechnen, da nehmen Sie ja auch den Durchschnittsbörsenpreis. Sie messen ja aber nicht, Sie haben vorhin gesagt, Sie messen nicht ständig bei den Kunden nach. Jetzt haben wir aber Strompreisschwankungen da. Wie rechnen Sie das zusammen? Es ist ja auch hier der Verbrauch sozusagen nicht so das Ausschlaggebende bei einem Basistarif. Ja? Mhm. Denn ich habe ja täglich meinen gleichbleibenden Verbrauch. Wenn ich jetzt einen Minuspreis habe, wäre es mir sogar lieber, ich habe den interpolierten Verbrauch von der Standard-Lastprofil, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo ich gar nicht zu Hause bin, verbrauche ich sehr viel Strom, kriege ich eine große Nachzahlung. Mhm. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass der Verbrauch ja gar nicht jeden Tag gemessen werden muss in dem Programm, sondern ich gehe einen standardisierten Wert durch, aber der Preis wird festgelegt jeden Tag. Mhm. Das ist das Geheimnis dran. Jeden Tag gibt es den aktuellen Preis für die bezogene Energie. Mhm. Oder jeden Tag gibt es den aktuellen Preis für die real bezogene Energie. Mhm. Also stundengenau. Und der Preis, den ich in den Basistarif bekomme, der ist dann sozusagen durch die 364 Tage geteilt. Und das ergibt dann den Preis, den ich bekomme als Kunde. Oder? Soll ich da jetzt was drauf sagen? Ja. Was macht man denn an Schalt? Ja. Haben wir keine 365, nee, 64 Tage haben Sie gesagt. 64 Tage. Also wird das jetzt im Durchschnitt dann geteilt oder wie machen Sie das? Wir rechnen immer in Stunden ab in der Energiewirtschaft. Okay. 8.760 Stunden ist gleich ein Jahr. Das heißt, so Sie rechnen den Börsenpreis von 8.760 Stunden und dann wird er geteilt und umgelegt, ja? Korrekt. So wird kalkuliert halt. Okay. Ja? Ja? Und so könnte ich auch alles durchkalkulieren, was sozusagen durchzukalkulieren wäre. Wir werden ja auch sehr oft gefragt, ja, kann man vielleicht eine Preisgarantie machen? Jo, wenn Sie es zahlen wollen. Also lass mir die Kirche im Dorf, ich kann alles garantieren, wenn Sie mir es zahlen. Mhm. Aber der andere kann es auch nur dann garantieren, wenn Sie es ihm zahlen. Also so gesehen haben wir dann Wettbewerbsgleichstand. Ja? Jede Garantie kostet Geld. Also was ich interessant finde an der Geschichte ist, wenn man mal sich die Distanz anguckt, zwischen den 27 Euro hier pro Megawattstunde und den 60 hier, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Betriebe gibt, nicht nur Bäckereien, die jetzt einfach von zwei bis drei dann die Brötchen backen, aber es gibt zum Beispiel Betriebe, die bestimmte Maschinen zu laufen haben, die energieintensiv sind. Da würde es durchaus Sinn machen, diese Aktivität, wenn irgendwas gebohrt, gedreht wird, das einfach in die Nachtstunden reinzulegen. Da können wir ja auch privat machen, ne? Nachts mit der Bohrmaschine. Also dem Bohrer spielt das nicht die Rolle. Also privat heißt Trockner laufen lassen nachts. Zum Beispiel. Warum nicht? Warum kann ich nicht meine Wäsche waschen? Warum kann ich den Geschirrspüler laufen lassen? Das ist ja im Prinzip die modernere. Wieso kann ich nicht, auch wenn ich so ein dummes Gerät habe, also kein Energieeffizienzklasse AAA+ und so weiter und so fort, ja, sondern ich habe so einen ganz alten Gefriertruhenschrank da. Wäre doch eigentlich gut, wenn ich einfach am Abend den hochdrehe, dass er so kühlt die ganze Nacht und am Morgen wieder ausschaltet. Der hält ja sowieso die ganze, also wenn niemand hineingeht, hält er sowieso seine Temperatur. Ja? Auch das ist ein kleiner Energiespeicher, der möglich ist.
Wenn wir im Wirtschaftsbereich und im privaten Bereich mehr unsere Nutzung verteilen würden, das hätte natürlich den großen Vorteil auch, dass die Netznutzung sich wahrscheinlich verändern würde, weil wir dann eben nachts mehr Verbrauch hätten und dadurch eigentlich Netzkapazität am Tag sparen würden. Das würde sozusagen bestimmte Engpässe im Netz vielleicht ausgleichen. Oder natürlich. Kann man das niemals so regeln? Natürlich, das sind zuschaltbare Lasten, wie es so schön heißt. Aber wir haben ja auch noch ein anderes Phänomen dabei, wenn Sie Ihren Energiekonsum in die Nachtzeit verlegen können, dass Sie auch geringere Netznutzungsentgelte bezahlen müssen dafür. Ne? Der gute alte Nachtstrom ist vielleicht noch vielen ein Begriff. Er ist in Vergessenheit geraten, weil ihn viele alternative Energieanbieter, also andere Energieanbieter als der Grundversorger, nicht bieten können. Aus verschiedensten Gründen. Manche können, manche nicht. Aber somit ist er in Vergessenheit geraten, etwas. Er existiert aber. Und das sind natürlich Netznutzungsentgelte, ist das gleiche Kostenbeispiel zu sehen. Ja, das heißt, ich habe am Tag höhere Netznutzungsentgelte zu bezahlen als in der Nacht. Also verlagere ich doch einfach meinen Energiekonsum in die Nachtstunden hinein. Wir haben gerade bei dem Energiewende-Briefing mit Herrn Laudelei drüber gesprochen, über die Netznutzungskosten, die ja im Prinzip höher sind als die Energieproduktion, die Energie an sich. Und wir haben da mal so ein Fragezeichen dahinter gemacht. Ist ja auch klar, das ist ja mittlerweile ja schon ein Wettbewerb. Hier haben wir einen Wettbewerb mit einer Börse, mit vielen Anbietern, die sich untereinander fighten, wie man ja sieht, auch an einem Beispiel von uns, was die anderen so machen. Bei der Netzwirtschaft habe ich das nicht. Das wollte ich gerade fragen. Da habe ich ja noch einen Monopolstatus. Ja, das heißt, da kann ich ja verschieben. Also Wertigkeiten verschieben. Nämlich, wenn ich jetzt noch in Betracht ziehe, dass ja im Grunde genommen jeder Netzbetrieb unbundled sein sollte. Was bedeutet Unbundling? Der Netzbetrieb darf mit dem Vertrieb nichts zu tun haben. Diese Regelung gilt aber nur für Betriebe mit mehr als 100.000 Kunden. Welches Stadtwerk hat denn mehr als 100.000 Kunden? Und da reden wir ja über Stadtwerke. Das ist meistens auch der regionale Netzbetrieb. Also rund 90% müssen gar nicht anbandeln. Deshalb kann man ja auch sehr leicht Wertigkeiten verschieben. Warum haben wir jetzt auf einmal so hohe Netzkosten? Wegen der erneuerbaren Energie? Okay, nehmen wir es mal zur Kenntnis, weil es so gesagt worden ist. Also glauben wir es mal. Ja, das rechnet, im Grunde genommen rechnet das ja niemand nach. Die Netzbetreiber, kann ja gar niemand nachrechnen. Aber die sagen, das kostet uns so viel, dann geht es zur Netzagentur und die genehmigt irgendeinen Tarif. Im Grunde müssten wir doch eigentlich mal sagen, was kostet das eigentlich wirklich, ein Stromnetz zu betreiben? Was kostet der Erhalt? Wir diskutieren jetzt über Strompreise hoch und runter und Kohle und Atom und Gas und so, aber bei dem Bereich findet nichts statt. Das heißt, wenn Sie das machen, wenn Sie eine gewisse Transparenz am Markt schaffen möchten, wofür wir ja bekannt sind, denn wir sind ja nicht einfach nur nachhaltig, sondern ich sage immer, Energiewende ist ja ein bisschen mehr als einfach nur grüne Energie zu verwenden. Das heißt, ich muss eine Preistransparenz schaffen. Seht euch mal anhand des Beispiels Thüringer Energienetze. Was geschieht, wenn? Dann kommt der Monopolist unter fadenscheinigsten Ausreden und stellt sich wirklich hin und sagt, Sie, Hans, ziehen Sie aus Ihrer Wohnung aus, denn es wäre möglich, dass Sie vielleicht in 6 Monaten Ihre Miete nicht mehr zahlen können. Und setzt Sie an die Luft. Ja, das heißt, mit diesem Argument versuchte man, uns aus dem Rennen zu schlagen. Man sagt, es wäre ja rein theoretisch möglich, dass er in 6 Monaten die Netznutzungsentgelte nicht mehr bezahlen kann. Na, kündigt man ihm gleich vorher den Vertrag. Ja, warum? Weil ich ein bisschen Transparenz haben wollte. Weil ich gesagt habe, ich möchte, dass der Kunde genau weiß, was Netznutzungsentgelte kosten. Wie? Ich lasse meine Hose runter bei den Energiekosten. Kann jeder ganz genau nachrechnen und nachvollziehen. Mag vielleicht kompliziert sein. Vielleicht interessiert es auch manche gar nicht. Ist aber auch egal. Es ist transparent. Setzen wir es auf der anderen Seite auch um, wo wir es ja nicht mal nachkontrollieren können. Mhm. Und siehe da, der nächste Boykott. Ne? Also ich lasse es mir nicht mehr gefallen.
Ist denn unser Netz wirklich so modern? Also ich meine, das ist doch wie bei der Telekom, ja? Die Bürger haben über die Jahre die Grundgebühr, die Telefonnetze bezahlt und dann geht die Telekom an die Börse und verkauft den Leuten das Netz nochmal. Die Bürger haben über die Jahre die Netze bezahlt, den ganzen Aufbau, dann wird der Kram privatisiert und wups ist der ganze Kram und dann kriegen die Bürger nochmal die ganze Rechnung gestellt und gesagt, jetzt zahlst du den ganzen Kack nochmal. Ist die Erkenntnis jetzt ganz neu? Ich bin Journalist. Ja, aber ihr werdet das ganze Leben lang verarscht, bitte. Wacht mal auf. Das ganze Leben verkauft ihr etwas, zahlt zuerst was, dann kommt der andere, kriegt um einen Euro oder um eine Mark oder was auch immer. 5 Jahre später gibt es an die Börse, dann kauft er sich wieder das Aktionäre zurück. Und ach, wie stolz, super, mache ich Dividenden. Hallo, ihr habt euch gerade das gekauft, was ich eh schon gehört hat. Und freut euch über Dividenden und dass jetzt sozusagen noch teurer wird. Und da kann ich jetzt hingucken, wo ich möchte. Ob das Strom ist, ob das Infrastruktur ist, Verkehrsinfrastruktur ist. Eisenbahn, beste Beispiel. Ist immer das Gleiche, ist immer das gleiche System. Wie modern ist denn das Netz? Wie neu ist es denn? Im Prinzip haben wir ja gar kein neues Netz. Das ist doch eigentlich ein altes, abgeschriebenes Netz, was wir hier zu liegen haben. Es gibt ein paar zusätzliche Leitungen vielleicht durch die erneuerbare Energie, aber im Prinzip ist das Netz, was wir benutzen, eigentlich alt. Ja. Oder gar nicht vorhanden. Ja, das müssen wir aber auch zahlen. Offshore-Umlage. Zum Beispiel. Ja? Auch hier wieder bezahlen wir für etwas, was jetzt ja noch gar nicht da ist, was uns dann eh wieder irgendwann mal verkauft wird, weil so kann es ja nicht laufen. Windreich ist, glaube ich, einer der größten oder mitunter der größte in der Nordsee. Ich denke, der hat gestern Insolvenz angemeldet. Ja, also läuft es ja wieder sozusagen zurück. Jetzt kauft sich jetzt irgendein Konzern das von Herrn Balz teuer und sehr aufwendig konzipierte System, kauft es jetzt billig und verkauft es euch wieder teuer. Wundert euch nicht, dass ihr so viel dafür bezahlt. Es ist so. Frage? Es ist kein modernes Netz. Ist es möglich, Wettbewerb ins Netz zu kriegen? Weil wir haben es jetzt an der Börse, haben wir es ja geschafft. Könnte man nicht sagen, sowas wie mit der EEX für Strom machen wir jetzt auch fürs Netz auf? Nee. Da muss man ein bisschen weiterdenken. Der Wettbewerb im Netz findet dann statt, wenn ich über Netznutzung oder Nichtnutzung spreche. Das heißt, ich muss um eine Etage weiterdenken. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme einen anderen Netzbetrieb für die Versorgung von Ihnen. Das geht nicht. Also ich habe nur ein Kabel. Aber ich kann mir sehr wohl überlegen, ich nehme jetzt mal Beispiel Schweden, sehr weites Land, da sehen Sie kaum ein Festnetztelefon. Weil die Mobilfunktelefonie dort so stark ist, weil sie viel günstiger ist, als ein Kupferkabel von A nach B zu ziehen. Und so muss man das hier auch sehen. Was haben wir hier denn stehen in den schönen roten Rahmen? Steck's an? Natürlich regen sich die Leute drüber auf. Das darfst du nicht anstecken, da brennt das Haus ab. Und lauter vollkommen verblödete... Entschuldigung. Er ist aus der Kamera draußen, super. Also vollkommen irreale Ausreden. Nur um eines zu verhindern, dass das Netz weniger verwendet wird, also ein Wettbewerb entsteht. Es ist aber Energiewende. Wir reden hier nicht über grünen Strom aus Dänemark, Norwegen und ob da Chibo oder Yellow oder Lecker oder was immer draufsteht. Über das reden wir nicht. Deshalb habe ich ja immer gesagt, meine Energie, der Strom, den ich verwende, damit ich Ihnen Energie liefern kann, das ist Jacke wie Hose. Ab dem Moment, wo das Kraftwerk nicht auf Ihrem Dach ist, na logisch ist da was anderes drinnen. Ich kann ja auch nicht zaubern. Ist doch klar, wo sollst du denn so den grünen Strom, du fließt jetzt dorthin? Nee, das ist denen vollkommen Wurst, was ich dem sage. Er fließt den kürzesten Weg. Punkt. Also kann es auch sein, dass sie einen Atomstrom kriegen. Ja, ist so. Ja? Hier habe ich es aber nicht. Hier nutze ich das Netz nicht. Hier habe ich einen Wettbewerb. Und wenn ihr einen Wettbewerb habt, dann passt es natürlich den Monopolisten gar nicht. Weil der Christek, der hat jetzt nur eines gesagt. Oh, ich komme nicht rein bei euch. Ihr habt ein Monopol. Dann verwende ich euch nicht. Was wir aber zumindest brauchten, was wir eigentlich bräuchten, ist, wir haben eine Vielzahl von diesen Netzbetreibern. Wir bräuchten auf alle Fälle mal eine Transparenz, wie die überhaupt ihre Preise kalkulieren, um zu sagen, ist das überhaupt gerechtfertigt, was verlangt wird? Da
haben wir doch eine Behörde dafür, die das kontrolliert. Wenn ich euch sage, es steht in einem Handbuch drinnen, 90% der Leute sagen, oh, in einem Handbuch steht es, dann ist es in Ordnung. Es stellt keiner die Frage, wer hat denn das Handbuch geschrieben? Und woher hat denn der die Information, damit er die Information hat, dass der Dritte das Handbuch schreiben kann? Diese Frage stellt sich niemand, sondern stellt sich nur die Frage, oh, Handbuch, oh ja, dann ist gut. Dann ist gerade nicht gut. Mhm. Okay. Hätten Sie eine Dimensionsvorstellung von dem, wo Sie sagen, der Netzpreis ist angebracht? Wir haben ja spannend, mal kostet 8 Cent, das geht ja bis, was weiß ich, 10, 15 Cent hoch? Wir haben noch viel, viel schlimmere Spannen. Wir haben von 0,6 Cent bis zu 11 Cent. Und da fehlt mir dann das Verständnis dafür. Ja, ich meine, wenn das in einer Spanne drinnen ist, was ich meine, ja, Gott, ob es jetzt 7 oder 9 Cent sind, egal. Ja? Aber nicht von 0,6 bis 11. Habe ich das geschätzt oder habe ich das kalkuliert gerade? Was würden Sie denn, haben Sie denn eine Schätzung im Kopf, Pi mal Daumen, wo Sie sagen, das wäre fair? 5 bis 6 Cent. Punkt. Ende. Alles, was drüber ist, ist Unfug und alles, was drunter ist, ist genauso Unfug. Ja? Also hier habe ich gar keine. Warum also nehme ich nicht das? Konkurrenz durch Eigennutzung. Nur durch Eigennutzung. Heimtrainer, sehen Sie? Da haben wir es wieder. Davon Sie können wir es Ihr Programm, nicht. Sie können Ihr Programm nur dann sehen. Das wäre doch was, oder? Ach nee, lieber doch nicht. Die Lasagne gibt es nur vorher, bevor man sich bewegt. Gehe ich lieber schnell weg und stelle den Zuschauern. So, haben Sie noch Fragen? Haben Sie Anmerkungen zum Tarifmodell, zu dem, was wir diskutiert haben? Ich gebe das nochmal bei Ihnen hier jetzt rein. Also ich glaube, von der Preisbildung her ist es ja klar, das ist, also jeder von uns, da hat uns ja die Finanzwirtschaft ja schon wunderbar erzogen, ja, ihr seid eh alles Aktienzocker, ihr kennt sich eh alle blendend aus auf der Börse, hat ja auch kaum jemand Geld verloren auf der Börse bei den letzten Börsendebakels, denn man verkauft immer bei sinkenden Kursen, steht im Handbuch, der andere kauft sie zum günstigen Preis, aber was ja sozusagen wichtig ist, was kommt denn zu diesem Preis dazu? Weil um den Preis kann ich es euch ja nicht verkaufen. Das ist der Produktpreis. Also muss ja noch was dazukommen. Und das mag ich auch gerne illustrieren. Jetzt mache ich glatt Eigenwerbung. Wie heißt denn unser... Achso, ja. Care Energy. Boah. BDEW warnt vor Care Energy. Siehst du? Wie ist der... Das ist toll, dieser Google ist super. Gibt's das? Ja, da schau. BDEW warnt vor Care Energy. Okay. Der Energiedienstleister der Energiewende. Na warum wohl? Wer ist denn der BDEW? Wer weiß denn das? BDEW. Bund der Energiewirtschaft, richtig. Danke, dass er warnt vor mir. Eine größere Auszeichnung, liebe Kollegen aus dem BDEW, hättet ihr mir nicht geben können. So, und weil ihr alle schön brav warnt von mir, gebe ich jetzt noch die Homepage rein. Da haben wir Verbraucherschutzzeichen auch drauf, die warnen nicht vor uns. Aber das habe ich jetzt nicht draufgeschrieben, weil die auch vor uns warnen. Also die meinen es andersrum wieder. Wir haben hier ausgerechnet für den heutigen Tag die 13,26 Cent pro kWh. Jetzt sind wir schon auf der Einheit, die Sie kennen. Und wie setzt sich dieser Preis zusammen? Ist das groß genug geschrieben, ja? Der aktuelle Preis ist gleich ein variabler Tagespreis, also der Börsenpreis. Realtarif basierend auf EX Felix 45% und Peak 55%, inklusive 19% Umsatzsteuer. Auch hierauf müssen wir Umsatzsteuer bezahlen. 19%, wohl bemerkt. Inklusive... Das ist nicht eine Drahtingfee, hat also nichts mit einem Märchen zu tun. Also die Feen aus dem Wald und so? Nee, das ist eine Gebühr, eine Handelsgebühr. Trading ist der Handel und Fee ist eine Gebühr. Und die ist gleich 1 Cent aufs kWh. Das ist das, was wir verdienen. Damit ich mit dem Herrn Ferenczky eben... Herr Ferenczky, kommen Sie. Sie haben so eine schöne Gesichtsfarbe noch von Monaco. Sie sollen doch das her. Mit Monaco und Monte Carlo nicht sagen.
habe ich Ihnen vor der Sendung extra gesagt. Aber nur weil es mir sagen ist, ist es dann doch viel lustiger, dass ich sage. Deshalb bin ich auch runtergegangen, weil ich wusste, das kommt nochmal. Nahaufnahme, braun gebrannt. Also 1 Cent. Inklusive der Stromsteuer, paar Dauts, wir zahlen sie doch. Wahnsinn. 2,05 Cent. Das ist ein gesetzlich vorgeschriebener Preis. Der variiert nicht, der bleibt immer fix. Inklusive EEG-Umlage. Na, was ist denn Herrn Christek da jetzt eingefallen? Ne? Vorher macht er alles ohne EEG-Umlage, dann hat er 1 Cent, dann hat er 2 Cent. Jetzt ist er irgendwo bei 3,28 Cent. Ist der besoffen oder was macht denn er eigentlich? Schätzt der auch wieder Netzbetrieb? Fast. Schätzt ein bisschen besser. 3,28 Cent ist gleich das sogenannte Grünstromprivileg. Also 5,28 wäre der normale EEG-Satz. Minus 2 Cent, weil wir alle Auflagen erfüllen, die im EEG festgeschrieben sind, dass wir dieses Grünstromprivileg bekommen, ist gleich 3,28. Und jetzt kann ich Ihnen schon meine Hausaufgabe mit aufgeben. Ihr seid ja wahrscheinlich alle noch nicht Kunden bei uns oder vielleicht manche doch. Dann guckt mal in die Rechnung der anderen, ob ihr einen Ökostrom bekommt und da 5,28 drinnen steht. Plus Mehrwertsteuer. Warum? Es kann natürlich sein, dass der Kollege die Auflage nicht erfüllt. Jo, ist okay, legitim, muss man fragen. Es kann aber auch sein, dass es einfach weiterverrechnet und die Auflage trotzdem erfüllt. Also fragen. 2 Cent ist viel, ist Doppelte von dem, was meine Fee kriegt. Ihre Fee, nicht meine. Und dann haben wir noch eine Grundgebühr dabei, wie jeder andere auch. 6,99, 7,99, 19,99, also 6,99, 7,99. Real, 19,99 und 20,99 professionell, Gewerbe oder privat. Ups, und jetzt sehen wir, und das hat natürlich, also das habe ich auch gemacht, weil man mich abgemahnt hat. Man hat also gesagt, du bist so transparent, dann musst du das hinschreiben, weil das ist ja intransparent, wenn du es nicht hinschreibst. Also habe ich es hingeschrieben. Zuzüglich Netzentgelte des regionalen Verteilnetzbetriebes. Und da hat mich der Anwalt verpflichtet, von bis hinzuschreiben. Ich halte es für eine blöde Idee, weil das ist ja dann sozusagen ganz offen. Hätte lieber einen Durchschnittspreis sozusagen in das Anforderungsschreiben hineingeschrieben als mach von bis, aber bitteschön, es ist ja nicht meine Idee gewesen. Jetzt sieht man auf jeden Fall von 0,65 bis 9,01. Also kann sich jetzt jeder von euch wirklich die Frage stellen, ist es so gut oder nicht? Zuzüglich einer Konzessionsabgabe. Was ist denn das schon wieder? Das kriegt die Gemeinde, Stadt, die Konzession für die Leitungen hergibt. Denen der Boden gehört sozusagen. Von 0,61 bis 2,39 Cent die KWH. Tag, Nacht. Ja, also die Gemeinde geht da ganz ehrlich ran und sagt, in der Nacht das, Tag das. KWK-Umlage 0,126, gesetzlich festgeschrieben. Keine Diskussion. Offshore-Umlage, also für die Leitungsnetze, die noch nicht vorhanden sind. 0,25 Cent. Am Paragraf 19 Stromnetzanschlussverordnung. Netzentgeltverordnung, Entschuldigung, 0,329 Cent und auch hierauf wieder die Umsatzsteuer. Also es ist schon ein ganz interessantes Produkt, nämlich die Steuer aus der Steuer, von der Steuer um die Steuer. Das wollte ich gerade sagen. Erhöht um die Umlage, darauf dann wieder die Steuer. Ja, ist schon ein also gewagtes Modell, sage ich jetzt mal. Wir haben ja im Grunde genommen, wir haben die Stromsteuer, wir haben die Mehrwertsteuer. Und die Konzessionsabgabe ist ja auch eine Art von Steuer. Also der Staat verdient ja dreimal an dem Stromprodukt. Ja, natürlich. Ja. Es hat ja auch die nächste Beschwerde in dem Sinn gegeben, weil ich gesagt habe, EEG-Umlage ist Umsatzsteuer befreit. Warum ist sie denn Umsatzsteuer befreit? Wie kann der Herr Christek jetzt auf die Idee kommen zu sagen, EEG ist Umsatzsteuer befreit? Was denkt er sich da? Viele sagen nichts, ich sage einiges. Denn ich bekam ja auch Abrechnungen der Übertragungsnetzbetriebe, die EEG-Umlage gegenüber uns abgerechnet haben. Normalerweise sehe ich das nicht. Muss ich auch ehrlich gestehen.
landet in der Buchhaltung. Aber man hat mich ja darauf aufmerksam gemacht. Das heißt, wenn man mich angreift und piekst, dann lese ich dann genau. Ja? Mache ich es richtig oder mache ich es falsch oder muss ich was ändern? Also hat es einen Pieks gegeben, nicht zwei, vier Pieks. Und las ich dann ganz genau. Und da steht drinnen, dass die EEG-Umlage eine sogenannte Kann-Bestimmung ist. Das heißt, der Übertragungsnetzbetrieb kann von seinen Verteilnetzbetrieben oder von seinen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Letztverbraucher versorgen, einfordern. Kann, wohlbemerkt. Man ist jetzt bei mir noch nicht den Beweis angetreten, ob das Kann auch bei 100% gilt. Also ich habe es aber auch jetzt noch so stehen gelassen, also lassen wir es mal gelten. Aber es ist per Gesetz ein echter Zuschuss. Das ist keine Steuer, das ist keine Umlage. Das ist ein echter Zuschuss. Einfach ausgedrückt, genauso als ob ich spende hier an den Berliner Tierschutzverein. Wenn das jetzt eine Werbeaktion von mir ist und sage, pro KWH spende ich eben XY an den Berliner Tierschutzverein, dann ist das schön, aber dann kann ich sie doch nicht doppelt belasten, kann ich doch nicht sagen, das ist Preisbestandteil. Ist es ja auch nicht. Der Übertragungsnetzbetrieb verrechnet es nämlich mir exklusive Mehrwertsteuer. Nicht, weil ich am Freihafen sitze, auf dem ich mal saß, denn seit 2013, liebe Kollegen, gibt es den Freihafen nicht mehr. Das ist bei jedem so. Ja, exklusive Mehrwertsteuer, weil es ein echter Zuschuss ist. Also es liegt hier überhaupt keine Leistung dahinter, wie so schön definiert ist. Es ist einfach nur finanzielle Zuwendung. Dieser Verwarnverein, also BDEW, der hat dann gemeint, Achtung, das ist aber jetzt ein Preisbestandteil. Denn die Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die müssen das ja abführen. Jetzt sage ich aber, nö, im Gesetz steht, die können das abführen. Das steht ja auch so drinnen. Kann-Bestimmung. Also bleibt es bei kann und nicht muss, also kein Preisbestandteil, also Umsatzsteuer befreit. Und genau so verrechnen wir es auch. Was die Kollegen machen, werden wir sehen. Aber eine hessische Politikerin im Rahmen des Wahlkampfes, siehe da, es gibt den Wahlkampf. Ein Thema habe ich keines vor Augen. Ich habe immer nur Gesichter auf den Plakaten vor Augen, aber ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Also das ist immer so, da steht irgendwas, Gesicht, aus. Aber die hat sich hingestellt und gesagt, ja, wir könnten mal darüber diskutieren, ob wir die EEG-Umlage nicht Umsatzsteuer befreien. Liebe Dame, es ist Umsatzsteuer befreit. Gucken Sie nur, dass es umgesetzt wird. Das heißt, die Verbraucher zahlen auf, das heißt, der Staat kassiert die Stromsteuer, er kassiert die Konzessionsabgabe, er kassiert die Mehrwertsteuer plus die Mehrwertsteuer aufs EEG, obwohl er sie gar nicht kassieren dürfte. Obwohl er es gar nicht kassieren dürfte. Das heißt, ich mag jetzt keine bösen Zungen, aber ich habe ja auch Betriebsprüfungen. Nee, ich habe viele Betriebsprüfungen, weil man hat mir richtig lieb. Ja, ich habe nur mehr Betriebsprüfungen. Ich kenne alle Prüfer schon namentlich. Und da die Mehrwertsteuer 19% ist, heißt es ja, aber die prüfen ja, ob meine Rechnung richtig ist, ob meine Rechnung richtig ausgestellt ist, ob der Vorsteueranspruch richtig gemacht wurde, ob die Mehrwertsteuer richtig ausgeschrieben wurde, ob das und das und das hin und her. Ob ich in der Tankwittung noch eine Wurstsemmel gekauft habe oder sonstiges. Ja? Auch das kontrolliert man. Ja? Oder ob es ein Red Bull getrunken hat, ja? Oder was auch immer. Zusätzlich zum Tanken, weil ist nun mal so, wenn man auf der Reise ist, geht man tanken, kauft sich nur schnell irgendwas, fahrt wieder weiter. Das fliegt alles raus aus der Buchhaltung. Meine Damen und Herren der Betriebsprüfung, so viel Red Bull kann ich gar nicht trinken, als dass das nicht auffallen würde. Also macht euch da mal Gedanken drüber. Das heißt, dass im Grunde genommen auf die EEG-Umlage die Verbraucher 19% zu viel zahlen. Ja. Na, sicherlich. Ja. Also ich verstehe ja grundsätzlich nichts davon. Deshalb, ich denke mir es nur aus und dann gehe ich zum Rechtsanwalt, lasse prüfen und gehe wieder zurück. Ne? Das ist so. Das ist so. Es ist so. Es steht groß auf der Rechnung drauf. Ja? Echter Zuschuss. Das bedeutet aber, wenn wir sagen, wir haben 18 Milliarden EEG-Umlage und die Verbraucher zahlen knapp 20% zu viel. Das sind ja dann Beträge von über 3 Milliarden Euro, die Verbraucher zu viel bezahlen jedes Jahr. 3 Milliarden Euro. Mindestens. Das sind fast so viele Dosen wie Red Bull gemacht. Also hinkt der Vergleich mit dem Red Bull schon wieder. Aber das trinkt nicht alles ich. Aber die Mehrwertsteuer, das macht ja der
der Betrieb. Also das, die Rechnung stellt ja der Betrieb aus. Das natürlich. Heißt, den Fehler macht ja der Betrieb und nicht das Finanzamt, weil das Finanzamt sagt ja nichts. Nee, also den Fehler macht der Betrieb als auch das Finanzamt, ja. Denn es muss auch falsch erhobene Steuern ja korrigieren. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich bin Österreicher, ups, ich verrechne 20%, so wie ich es von mir zu Hause eben gewohnt bin, wir haben 20% Mehrwertsteuer, dann würde der Betriebsprüfer kommen und sagen, ja, ja, der Betriebsprüfer wird es merken. Aber du bist hier Deutschland. Ja, okay. Ja? Also zahl den einen wieder zurück. Oder wenn es ganz spitz hergeht, ist die Rechnung ungültig. Ja, das ist eine falsche Rechnung. Der Rechnungsempfänger, also bei Gewerbebetrieben speziell, der Rechnungsempfänger muss kontrollieren, ob die Rechnung richtig ist. Wenn sie nämlich unrichtig ist, fällt der Vorsteueranspruch weg. Aber nicht über den beanstandeten Teil, sondern über alles. Stellen Sie sich mal vor, Betriebe kommen auf einmal in die Bredouille und sagen, um Gottes Willen, meine Rechnungen sind falsch. Was passiert da? Ich meine, zum Glück sagen wir das nicht in einer Sendung. Zum Glück guckt niemand. Stellen Sie sich vor, was haben wir? Einschaltquote? Null, oder? Null, ne? Null. Ausschalten. Der Kollege sagt null, es ist der Satellit abgestürzt. Nee, aber einfach mal drüber nachdenken. Ja? Ich bin nicht der Aufdecker der Nation, aber ich bin nun mal hier nicht aufgewachsen und somit gehe ich vielleicht anders an die Materie heran, als man ist sozusagen in dem System, in dem Land aufgewachsen und empfindet das als normal irgendwie. Ja? Ich gehe ran, genauso wenn Sie nach Österreich kommen würden, würden Sie immer alles hinterfragen. Im ersten Moment, solange bis Sie es verstanden haben und dann setzen Sie es so um, wie Sie es verstanden haben. Ja? Und so geht es mir natürlich genauso. Ich bin vor 10 Jahren nach Deutschland gegangen, habe versucht, das zu verstehen, habe versucht, das Steuersystem zu verstehen. Das ist schwer, das verstehen nicht mit Einheimischen. Wir haben ja gesagt, wir machen hier Grundausbildung, deshalb machen wir jetzt mal ein Rechenbeispiel. Also wir haben 18 Milliarden Euro EEG-Umlage, ja? Ja. So, in diesen 18 Milliarden Euro stecken 19% Mehrwertsteuer drin, ne? Ja. So, diese 19% Mehrwertsteuer dürften eigentlich gar nicht erhoben werden. Ist das richtig? Wie viel macht denn das aus? Genau, das rechnen wir jetzt mal aus. 2,87 Milliarden. Woher weißt du das so schnell? Er kann rechnen. Bitte, hier, komm. 2,87. Also wenn wir aus den 18 Milliarden 19% raus, sind es 2,87. Das heißt, die Verbraucher zahlen... Jetzt wissen Sie, warum wir in Österreich 20% Mehrwertsteuer haben. So, ja? Das ist einfach einfacher zum Rechnen. Jetzt bringen Sie so eine Idee nicht in Umlauf, das macht die Merkel sofort. Frau Merkel, 10% ja? Tun Sie auch, ist noch einfacher. Dann sagt die 30, hören Sie bloß auf hier. Also, das heißt, die Verbraucher zahlen 2,87 Milliarden Euro zu viel, jedes Jahr. Ja, das ist ja nichts, oder? 2,8. Wie viel sind das? Und es ist ja so, man kann es ja Das ist ja nicht mal Griechenland, Herrn. Gut, 2,87, man kann ja rein rechnerisch, könnten die Verbraucher das doch zurückverlangen, oder? Also rein rechtlich natürlich kann ich etwas zurückverlangen, was mir abgenommen wurde, was nicht rechtens war. Natürlich kann ich das tun. Also 3 Jahre rückwirkend, ja, und der arglistiger, böswilliger 5 Jahre und ja. Also 3 Jahre? Es ist nur die Frage, tut man das, ja? Also ich rate da mal ab davon, dass man sagt, oh, jetzt fordere ich das retour. Und so. Wir sind ja radikal, wir sind ja Militär. 2,87 mal 3. Aber auch beim Militär gibt es Pastor. Ja, nee, wir sind hier knallhart. Wir machen keine Kriegsgefangenen. So. 2,87 mal 3, bitte. Die muss man erlernen auch mal. 8,7 Milliarden. Willst genau haben. Ganz genau. Also 8,8, was haben wir? Ich krieg gleich die genaue Zeit vom Rekruten. 8,61. Also das heißt, die Verbraucher könnten 8,6 Milliarden könnten die zurückfordern. Das heißt, wir haben auf 3 Jahre 8 Milliarden. Wer hat denn das Geld jetzt bekommen? Die Strom der Versorger oder hat der Staat das bekommen? Das wird beim Staat dann, beziehungsweise irgendwo beim Versorger dann gegengerechnet mit anderen Vorsteueransprüchen etc. pp. Es ist auf jeden Fall zu viel bezahlt worden. Aber hier könnte man jetzt natürlich Folgendes sagen, wenn wir schon ein Militärsender sind, dann sind wir ganz militärisch, wir sind ein Energiedienstleister und kein Versorger. Ich hoffe, Sie haben alle Energiedienstleistungsverträge mit uns. Da steht nämlich drinnen, wenn wir etwas einsparen können, 50% uns. Bitte, kommen Sie zu uns. Unterschreiben Sie, ich hätte gern die 50% davon.
Jetzt mal Sie kriegen die andere Hälfte. Jetzt mal eine Frage. Diesen Umstand, ja, dass von der EEG-Umlage Mehrwertsteuer verlangt wird. Ja. Weiß der Staat das? Wissen die Finanzämter das? Oder ist das Gehen wir mal davon aus, dass er es weiß, weil sonst hätte sich ja keine Politikerin hingestellt und hätte gesagt, wir wollen das befreit haben. Also, das ist wieder so der Umkehrschluss, ne? Aber es muss doch irgendwo auffallen, dass in die Staatskasse jedes Jahr knapp 3 Milliarden Euro durch Steuereinnahmen kommen, die es gar nicht geben dürfte. Wieso? Sagt der Staat dann Danke, oder wie? Ja, aber es fällt ja nicht auf, wenn 3 Milliarden fehlen. Okay. Die sind nicht auf einmal weg. So, was machen wir jetzt? Also es fällt ja heute, bitte, man muss das ja noch eines sehen. Wir reden ja hier in Euro. Ja, in Euro. Also eine europäische Kunstwährung. Schön, Kunst, 5 Euro, neuer 5-Euro-Schein, hübsch. Nehmen Sie das doch mal in der guten, traditionellen deutschen Mark. Nehmen Sie da die Zahl. Das ist nämlich die Währung, mit der wir umgehen können. Oder wenn ich das in Schilling nehme, oha, ja, das ist ja richtig viel. Ja? Herr Christek, das in Monte Carlo, da wären wir was. Sehen Sie? Also ich kann wieder nur aufrufen, Energiedienstleistungsverträge unterschreiben. Herrn Ferenczky anrufen. Ja? Herr Ferenczky, treibt das für Sie ein. Ja? Machen Sie das? Das habe ich schon überlegt, ob ich das mache, aber das wird pro Einzelfall zu teuer. Wir sollten vielleicht zu HSE 24 gehen. Weißt du? Das neue Produkt. Ja, hol euch die EEG. Aber ich meine, es ist jetzt mal ganz ernst, es ist ein totaler politischer Skandal, dass den Bürgern einfach nochmal 19%, die Leute zahlen die Energiewende. Ja, und dann wird den Leuten nochmal 19% oben drauf geknallt. Das Ding steckt sich der Staat ein und sagt Dankeschön. Das also ist ich finde das noch nicht skandalös. Also, na, was denn sonst, wenn nicht das? Das sage ich dann gleich, was ich skandalös empfinde. Also, das finde ich noch nicht skandalös, denn das kann passieren. Also, 3 Milliarden sind zwar für uns viel, aber für den Staat ist es Banane. Ja? Aber das fällt ihnen nicht auf, wenn sie nicht da sind. Ja? Zu wenig nimmt der Staat nie aus Versehen. Wenn sich doch glatt ein Stab. Und ich sage jetzt nicht, dass die Politikerin sich damit auseinandergesetzt hat, das ist nämlich selten. Ja? Also ich habe auch mal so ein bisschen im Hintergrund gearbeitet oder arbeiten dürfen und mein Politiker vorne sagte genau das, was ich hinten geschrieben habe. Ja, das ist nur mal so in der Politik. Das heißt, wenn sich ein Stab mit dieser Thematik auseinandersetzt, dann darf ich meine Ministerin, meine Abgeordnete oder wen auch immer nicht guten Gewissens auf die Bühne schicken und sagen, ach, mach mal den Wahlkampfvorschlag, mach mal Umsatzsteuerbefreiung drauf. Weil dann hat sich jemand damit auseinandergesetzt und dem muss das aufgefallen sein. Herr Christek, das heißt, bis dahin sehe ich es noch nicht skandalös. Nachher. Ich hatte neulich einen Bundestagsabgeordneten in der Filmvorführung, der war neu, dass Mehrwertsteuer auf dem Strompreis drauf ist. Also, ja, ich habe auch schon Diskussionen geführt mit lieben Kollegen, was mich auch sehr überrascht hat. Es gibt ja manche Sachen, die sind umsatzsteuerbefreit, wie zum Beispiel eben EEG. Und dann saß der rechts von mir, dazwischen ein Anwalt, also man kann sich vorstellen, was da passiert ist. Neben mir auch ein Anwalt, vor mir ein Jurist, Bank dazwischen, strenge Kammer. Ja? So, sag ich, der hat ja keine Umsatzsteuer, sag ich, Ihre Rechnung stimmt nicht. Die Rechnung, die Sie mir legen von der EEG-Umlage, die stimmt nicht. Sie rechnen November ab und da schreiben Sie rauf 1 Million Euro. Das kann gar nicht sein. Erstens haben wir noch nicht November und zweitens einmal, den November vorher waren wir noch nicht so groß. Ja, das ist ja der Leistungszeitraum von Januar bis November. Also dann müssen Sie das auch aufschreiben auf die Rechnung, ne? Dass das ein Leistungszeitraum von A bis B, das steht ja im Umsatzsteuergesetz so drinnen. Da ist keine Umsatzsteuer drauf, also gilt auch das Umsatzsteuergesetz nicht. So, also nicht, also das sind aber gestandene Leute, das muss man ja verstehen. Das sind gestandene Leute, die einfach sich auf den Standpunkt stellen, ist keine Umsatzsteuer drauf, also schreibe ich auf die Rechnung drauf, was ich will. Und man legte mir dann nahe, was ich super, das fand ich richtig amüsant eigentlich, ja, ich soll großzügig über den Fehler drüber hinweg gucken. Es sind ja nur 900.000 Euro. Sage ich ja, bei 900 Euro nehme ich die Kappe auf mich, weil wenn der Betriebsprüfer kommt, die Rechnung schmeißt er mal garantiert raus. 900 Euro geht noch, habe ich eingesteckt. 900.000 Euro, leider Gottes, meine Toleranzgrenze überschritten. Die 900.000 holen wir uns, fliegen nach Monte Carlo und sagen, alles auch rot. Haben Sie gehört?
Es kam nicht von mir, Monte Carlo, Flieger. Aber soll ich die Fotos noch herzeigen? Ja. Wie sie beim Formel 1 Grand Prix gewinkt haben. Wie ich getankt habe, so. Ja, aber keinen Ökosprit. Genau. Bei Champagner. Bei 2,87 Milliarden Euro. Jetzt kommt das Interessanteste. Wir kriegen im Oktober ja die nächste Erhöhung der EEG-Umlage. Und da wird ja gesagt, dass es 5-6% mehr werden. Wir können heute aus dem War Room sagen, liebe Bürger, wir können die EEG-Umlage um 5% erhöhen, ziehen die 19% ab und dann sind wir bei 15% Senkung EEG-Umlage. Das wäre doch was, oder? Ja. Das müssen wir fordern. Ja. Also ich denke, das ist ein ganz interessantes Tarifmodell. Ne? Also Real- und Professional-Tarif, das ist schon ganz was Interessantes geworden. Auch hier bitte, die Idee stammte nicht von mir. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Sendung nochmal 2,8 Milliarden hier zutage fordern. Warum nicht? Das ist schon mal das ist ein gutes Ergebnis für eine Sendung, die wir hier haben. Herr Christek, wir haben das noch eine Sache. Das ist ja fast Ihr Sendebudget. Für eine Woche. So. Wir senden jetzt 24 Stunden ab morgen, Herr Kranzinger. Ja. Sie, weißt du noch gar nicht. So, jetzt sogar sexy Clips in der Nacht. Wir machen ja eine Grundausbildung hier und am Ende der Sendung bei Holger Laudelei in der Grundausbildung haben die Rekruten Fragen beantworten müssen. Und wir werden mal gucken. Oh. Haben Sie schon einmal in einer Grundausbildung erlebt, dass der Schüler Fragen stellt, Herrn? Nein, nicht Fragen. Bei was für einem Militär waren Sie? Sie haben das zu tun, was ich Ihnen sage. Ich bin Pazifist. Ich bin's, der General. Nicht Fragen, tun. Die Leute haben hier richtig gut mitgeschrieben. Sehr schön. Wir können hier also an die Rekruten. Das ist richtig gut hier. Darf ich mal sehen, was haben wir denn hier mitgeschrieben? Ah, da steht's. Der Ferenczky ist viel hübscher als der Christek, steht hier auf dem Zettel. Das steht hier alles drauf. Herr Christek, nur ist doch rausgekommen, ja? Es ist aber, wissen Sie, Papier ist geduldig, Ihre Mutter nicht. Meine, ja. Ist ein bisschen, so, wir gucken mal, was hier draufsteht. Kriegen wir das so drauf? Ja, hier ein bisschen hell ist es, ne? Das ist ja hell. Ah ja, sehr gut. Das steht ja gar nicht da drauf. Das ist was ganz anderes. Ja? Hier, so, jetzt haben wir es. Da! Hier, unsere Zahlen sind gleich mitgeschrieben. Sie sind Spion! Das macht nichts. Ja? Sind Sie schon, von einer politischen alles, Partei? Alles schon. Alles nehmen Sie sofort ins Programm okay. auf. So. Wir haben noch Wahlkampf. Fällt Ihnen eine Frage ein? Mir fällt eine Frage ein hier an unsere Rekruten. Fällt Ihnen was ein? Aus dem, was Sie geschildert haben, bitte eine Frage an die Rekruten und zur Kontrolle, ob aufgepasst wurde. Der Herr in Blau hat eine Frage. Wieso winken Sie dann mit dem Mikro? Er wollte 100 Liegestütz. Der winkt die 2,8 Milliarden herbei. Er sagt, ich will auch was davon haben. Also Sie sehen, was passiert, nicht wenn mir langweilig wird. Das ist auch immer die Empfehlung, die ich meinen Kollegen oder Branchenkollegen gebe. Versucht, dass mich nicht mit der Materie beschäftigt. Nein? Hätte ich die 1990 gelassen, hätte das überhaupt niemanden interessiert, hätte ich mich mit der Materie gar nicht tiefer auseinandersetzen müssen, hätte ich jetzt nicht ein Grab von 8,61 Milliarden Euro aufgemacht. Es war ja schon vorher da, das ist nicht durch mich gekommen, ja, sondern das war ja schon vorher da. Aber ich wusste es ja vorher auch nicht, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Ja, deshalb immer, das ist so ein kleiner Tipp sozusagen an den Mitbewerb, ne? Beschäftigt mich nicht so viel damit. Ne? Ich bin noch lange nicht fertig, also das Buch ist dick und da ist noch viel Substanz drinnen. Bevor ich noch die Fragen, die Rekruten loswerde und wir das beschließen müssen, weil die nachfolgende Sendung drückt schon, haben Sie noch Fragen zu dem Komplex dazu? Thomas Gottschalk durfte auch überziehen und er moderiert mittlerweile günstiger Sie haben auch schon überzogen und zwar um 14 Minuten. Nochmals, Thomas Gottschalk überzieht regelmäßig und er moderiert günstiger wie ich. Mittlerweile. Günstiger? Günstiger, ja, natürlich. Ja, die Sendung kostet 2,8 Milliarden. Ja, bringt. Folgende Frage. Hat jemand noch eine Frage, sonst stelle ich eine Frage. Nix? Keine Frage mehr. So, also, wie heißen die unterschiedlichen Höchst- und Niedrigstpreise an der Strombörse? Das ist Basic und Peak. Ist das richtig, Herr Christek? Nein. So. Jetzt machen wir es wieder der Professor. Oh, nicht aufgepasst. Machen wir wieder Professor, das macht Falsch. Das jetzt immer so hin. War irgendwas richtig davon? Es war nahezu richtig, es nennt sich nicht Basic, sondern Base. Base, also das andere Basis. War richtig, ne? Base and Peak. Das andere heißt Base and Peak. Und wie genau. heißt der Typ, der den Strom handelt an der Börse? Das haben Sie nicht gesagt. Doch. Echt? Ich habe nicht aufgepasst. Katzenfutter. Oh, gut, ja, das ist eine gute Frage. Sehr gut. Haben Sie noch eine Frage für unsere Rekruten? Wir geben das Mikrofon mal weiter.
So, hier. Der, wie ist Ihr Name? Dudek. Bitte? Dudek. Herr Dudek, Rekrut Dudek möchte eine Frage gestellt bekommen. Wie hoch ist denn die EEG-Umlage derzeit? Das haben wir nicht gesagt. Pro Kilowattstunde? Ja. Darf gerne in der Kilowattstunde sein. Ach so, aber Stromsteuer, Grünstrom, mit Grünstromprivileg haben wir gesagt, oder? Das wäre die zweite Frage jetzt gewesen. 3,28. Inklusive Grünstromprivileg. Bravo. Sehr gut. Passt. Applaus. Hat er gewusst? Applaus. So, eine Frage noch. So, wer guckt denn noch so schlau? Hier. Sie haben mitgeschrieben. So. Ich bin später gekommen. Später? Ach, so. Entschuldigungszettel? Das ist schön, deshalb stelle ich Schuhe die Frage schrubben. Von ganz von Anfang. Ah, nee, dann hier. Wie nennt sich denn die Energiebörse? Oh, nicht vorsagen. Von Österreich. Keine Ahnung. Herr Christek, wir haben noch ein weißes Friedenstäubchen hier. Ja. In unserer militärischen Ausbildung. Eine Frage in unser Friedenstäubchen. Okay. Was Fieses? Was Schwieriges. Okay, also was man mich gefragt hat, das ist das was Fieses eigentlich. Also wir haben ja, wenn ich heute den Energieverbrauch um 1,5 Drittel von 100 reduziere, was kommt dann anschließend raus? Ach du grüne Neun, das weiß ja kein Mensch. Das ist zu schwierig. 1,5 Drittel von 100 ist schwierig. Das ist Grundausbildung. Sie haben gesagt, was Fieses. Das ist ja gar nicht schwierig. Aber das haben wir heute nicht gehabt. 1,5 Drittel von 100? Ein Drittel von 100? Oder? Eineinhalb Drittel. Eineinhalb Drittel von 100. Mhm. Nee, was aus Ihrem Vortrag müssen Sie nehmen? 33% oder was? Ah, ich weiß was. Wir haben ja einen negativen Strompreis gehabt am 25.12. Wie hoch war der? Minus? Weiß ich nicht mehr. 200. Oh, 200. Wer weiß es? Bis zu minus 200. 221. Sehr gut. Ja. Also, hervorragend. Also, wir hatten minus. Die Rekruten haben gut aufgepasst. 60 in der Base. Herr Ferenczky. Gut, bitte mir keine Frage stellen. Doch. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Es ist immer ganz wichtig. Ja. Es ist immer ganz wichtig, dass natürlich auch der Moderator moderieren kann. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, liebe Zuschauer. Wir sind leider mit der Sendung zu Ende. Ja. Es ist aber trotz alledem eines, und das muss man natürlich sehen. Ich bin immer noch der Hübschere. Ja. Wie ist die Frage? Wer ist der Hübschere von uns zwei? Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Um 19.30 Uhr geht's weiter. Das war der War Room. Bis später.